So, damit einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank, dass du heute live dabei bist hier bei unserer exklusiven Ausbildungsreihe zusammen mit dem renommierten Broker WH Self Invest und der Eurex, der führenden Finanz- und Derivatebörse in Europa. Ich freue mich sehr, dass es heute so in der Konstellation auch geklappt hat. Es ist ein einmaliges Event und wir haben sehr viele Anmeldungen. Dafür ein ganz großes Dankeschön und wir freuen uns eben im Februar das Thema Futures für den Privatanleger näher bringen zu können. Februar for Futures war ja die Einladung der letzten Newsletter-E-Mail und darum geht es. Ganz einfache Handelsideen, wie man im Future tradet, was die Unterschiede sind zu CFDs, zu Zertifikaten und genau darüber werden wir heute sprechen. Wer ist dieses Wir genau? Wir stellen uns gleich hier in der Runde auch nochmal vor. Wie gesagt, drei Partner haben das Event organisiert. WH Self Invest, die uns auch den Webinarraum zur Verfügung stellen, die Eurex und die André Stagge Investment Academy. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns in der Runde mal kurz auch vorstellen, damit jeder der zugeschalteten Teilnehmer uns auch ganz kurz mal sieht im Bild und natürlich auch weiß, wer wir sind und was wir machen. Ja, hallo, ich fange gleich mal an. Mein Name ist Eugen Mohr. Ich bin bei der Eurex beschäftigt. Ich bin jetzt seit 4 Jahren in Nordamerika, in Chicago. Bin jetzt bei der Börse, bei der Eurex selbst seit 15 Jahren. Habe angefangen bei der Börse in der Market Supervision. Das ist eine Operations-Abteilung. Der Handel ist ja elektronisch an der Börse. Das heißt, die Geschäfte, die laufen automatisch über den Computer, über den Matcher. Deswegen braucht man immer wieder Leute, die im Endeffekt drüber schauen. Das war mein Anfang quasi bei der Börse vor 15 Jahren im Jahr 2007. Und dann eben seit 2018 bin ich gewechselt vom Operations-Team ins Sales-Team und dann direkt nach Nordamerika, weil eben immer mehr Anleger aus dem nordamerikanischen Markt an der Eurex handeln. Und da bin ich jetzt seit 2018, kümmere mich da um die Eigenhandelsfirmen oder um die Broker hier in Nordamerika, aber kümmere mich auch produktspezifisch um die Micro-Futures, die wir jetzt seit letztes Jahr haben, und um den Minidax und um den VSTOXX. Vielen Dank. Und der Eugen ist uns, wie gesagt, aus Chicago heute live zugeschaltet. Deswegen ist bei ihm hinten auch das Tageslicht noch zu sehen. Ich finde es auch mal beeindruckend, wenn man so die Skyline von Chicago sieht. Ja, vielen Dank, Eugen, dass du das auch unterstützt. Und von WH Self Invest, unserem Partnerbroker, sind gleich zwei Kollegen da, um die Fragen heute auch im Chat dann mit beantworten zu dürfen. Stellt euch doch mal gerne vor. Ja, dann mache ich meinen Anfang. Stefan Fröhlich von WH Self Invest. Ja, ich bin Mr. Nanotrader sozusagen und bin ja hier auch für den Vertrieb verantwortlich, für die Schulungen und für die Webinare und ja, mache da eine ganze Menge und bin heute eigentlich eher nur wirklich am Anfang da, um hier kurz mich vorzustellen und werde dann sozusagen in den Hintergrund verschwinden und die Fragen beantworten, die da hoffentlich zahlreich kommen. Freue ich mich schon drauf. Ja, mein Name ist Roland Jegen. Ich bin jetzt seit mittlerweile mehr als 6 Jahren bei WH Self Invest, insbesondere im Kundenservice aktiv. Vorher habe ich auch sehr aktiv als Daytrader selbst gehandelt. Seit mehr als 15 Jahren bin ich aktiv an der Börse unterwegs. Und Futures sind auch sowas wie mein Spezialgebiet. Also ich habe immer sehr, sehr gerne die Futures gehandelt oder mache es immer noch, wenn es die Zeit zulässt und habe dann insbesondere auch geholfen, den Nanotrader bei dem einen oder anderen Tool weiterzuentwickeln oder auch das eine oder andere Produkt wie Investui, wie unseren Investui-Service mit weiterzuentwickeln. Also vielfältige Aufgaben und aber spezialisiert gerade auf das Thema Futures. Und da freue ich mich insbesondere, dass ich heute bei so einem tollen Event hier mit dabei sein darf, wenn es gerade um die Futures geht. Damit schon ein großes Dankeschön an die Partner und natürlich auch an alle Zuhörer. Mein Name ist André Stagge. Ich habe 11 Jahre als Fondsmanager gearbeitet, war in der großen Fondsgesellschaften 2,5 Milliarden Euro verwaltet, konnte da in meiner Zeit im aktiven Fondsmanagement 500 Millionen Euro an Gewinn erzielen und habe mich eben dem Thema der privaten Börsenbildung verschrieben und finde es unglaublich toll, welche Möglichkeiten der Future gerade im Mini- und Mikrobereich jetzt Privatanlegern auch zur Verfügung stellt. Und darüber werden wir heute sprechen und werden wir uns vorstellen, wird der Webinarraum auch immer voller. Schreibt doch gerne mal in das Fragenfenster rein, von wo du heute zugeschaltet bist, von wo du vielleicht zuhörst, ob du auch so wie der Eugen in Chicago bist oder so wie ich hier im langweiligen Frankfurt. Schreibt doch einfach mal gerne ins Fragenfenster rein, von wo du uns zugeschaltet bist. Und da sehe ich schon Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf. Das scheint zu klappen. Das heißt, Ton und Technik funktioniert auch. Schreibt da gerne in das Fragenfenster einmal rein. Da könnt ihr auch dann während der Veranstaltung eure Fragen stellen. Wir werden auch gleich anfangen. Vorher aber noch zwei Fragen an die Community, um auch zu verstehen, welche Bedürfnisse heute da sind und vielleicht auch, um einzuschätzen, ob wir ganz vorne bei den Grundlagen anfangen oder gleich schon ein bisschen weitergehen. Wir haben uns vorgenommen, auch bei den Grundlagen anzufangen, aber helft uns da gerne und beantwortet uns einfach mal folgende Frage.
Wie lange hast du denn tatsächlich schon Live-Trading-Erfahrung? Also wie lange bist du am Markt schon aktiv? Muss jetzt nicht unbedingt mit Futures sein, das kann auch mit CFD oder Zertifikaten sein. Also wann hast du mit dem Live-Trading angefangen? War das vor mehr als 4 Jahren? War das in den letzten 3 Jahren? Oder ist es vielleicht so, dass du sagst, okay, ich trade vielleicht noch gar nicht an den Märkten, ich bin Investor, vielleicht bist du auch noch gar nicht so mit dem Thema bewandert. Du kannst ja einfach auf diese Kurzumfrage klicken, dann das auswählen, was für dich Sinn macht. Entweder du sagst, ja, ich habe jetzt schon vor mehr als 4 Jahren angefangen in den letzten 3 Jahren, oder vielleicht bist du da noch relativ neu und frisch im Traden und dementsprechend können wir dann auch auf deine Bedürfnisse eingehen. Die Webinarreihe ist so aufgebaut, dass wir heute uns explizit um die Grundlagen kümmern, da auch Unterlagen mit dabei haben. Die seht ihr auch auf der rechten Seite, da kannst du die auch runterladen unter Unterlagen, und dass wir dann die nächsten Webinare im Februar über Future Trading, Future Investment und am Ende auch nochmal mit Praxisbeispielen die konkreten Fragen beantworten. Also es hat schon mal gut geklappt, es ist sehr, sehr ausgewogen. Es passt, weil dann sind, glaube ich, alle auch zufrieden, wenn wir auf alle Themen explizit eingehen. Also 32% sagen vor mehr als 4 Jahren, 33% in den letzten 3 Jahren und 35% sind noch relativ neu. Wie gesagt, das Webinar richtet sich jetzt heute ausnahmsweise oder besonders an die Anfänger. Und dann eine letzte Frage noch, bevor es endlich losgeht. Hast du schon mal den Future überhaupt gehandelt? Dafür machen wir das ja, um auch so ein bisschen die Angst vor dem Future-Traden zu verlieren. Der Future ist mit Abstand, finde ich, das professionellste Instrument. Da muss sich natürlich jeder selber seine Meinung bilden, aber im Fondsmanagement habe ich es nie erlebt, dass einer Zertifikate, CFDs oder Optionsscheine gehandelt hat, sondern wir im Fonds, wir haben natürlich immer die Futures und die Optionen gehandelt. Damals waren die Kontrakte ja noch sehr groß und schwer. Was das bedeutet, darauf gehen wir auch gleich noch ein. Heute hat sich da ja eine Menge auch getan und die großen Derivatebörsen öffnen sich ja auch durch die Mini- und Mikrokontrakte sehr stark dem Retail-Trader. Das sind unglaubliche Möglichkeiten und Chancen, da braucht man keine Angst vor haben, sondern da gibt es wirklich eine ganze Menge tolle Produkte, die man sehr transparent handeln kann. Deswegen veranstalten wir auch in dieser Dreierkonstellation hier das Webinar und das passt schon sehr gut. Also gerne hier die letzten 10 Sekunden nochmal nutzen, um abzustimmen. Gibt es schon die ersten Erfahrungen im Future-Handel? Ja, ich habe den Future schon mal gehandelt, egal ob Mikro, Mini oder den großen. Oder nein, Future-Handel ist für mich komplett was Neues. Dann ist gerade das Webinar heute für dich hoffentlich ein großer Erkenntnisgewinn, denn wir möchten neugierig machen, wir möchten interessieren, denn der Future ist ein absolut professionelles Instrument, was eben hier von 80% der Teilnehmer noch nicht genutzt wurde. Gut so, weil da kann man eine ganze Menge dann auch mitnehmen. Und wie gesagt, meine Einladung ist schon jetzt, wenn du professionell handeln willst an der Börse, selbst wenn es nur mit ein paar tausend Euro ist, dann werden wir dir in dieser Webinarreihe ganz konkrete Hinweise geben, wie du Trading und auch Investmentstrategien mit Futures ganz sauber und einfach umsetzen kannst. Und damit geht das Wort jetzt an den Eugen, der von der Eurex hier den fachlichen Schulungsteil übernimmt. Wir schalten unsere Kamera aus, sind im Hintergrund dabei, um Fragen zu beantworten. Und wie gesagt, nutzt gerne die Gelegenheit, eure Fragen zu stellen. Am Ende wird es auch eine offene Fragerunde geben. Alles klar. Vielen Dank, André. Können wir uns sehen? Der Ton war gerade sehr schlecht, Eugen. Es hat ja heute beim Hallo. Test besser funktioniert. Die Unterlage sehen wir jetzt. Ja. Jetzt ist besser. Hallo? Ja. Okay, also wenn ihr mich hören könnt, dann übernehme ich von hier, von der Seite. Ja, bitte gerne, wenn Fragen sind, dazwischen kommen. Wir können gerne auf Fragen eingehen. Ja, bevor ich anfange mit unserem heutigen Thema, möchte ich vielleicht anfangen erstmal auf das Thema Eurex im Grundsatz einzugehen. Was ist die Eurex? Die Eurex ist eine Derivatebörse, die unter dem Dach der Deutschen Börse AG firmiert oder gegründet wurde. Die Eurex wurde in den 90er Jahren gegründet, damals noch unter dem Namen Deutsche Terminbörse. Was ist die Eurex? Wie gesagt, ist eine Derivatebörse.
die in Deutschland gegründet wurde. Und das war die erste vollelektronische Derivatebörse, die es in der Welt gegeben hat. Der Derivatehandel an sich selbst, wie gesagt, ich bin zurzeit in Chicago, der wurde in Nordamerika, in Chicago gegründet. Und vor 150 Jahren, als die Farmer des Mittleren Westens nach Möglichkeiten gesucht haben, um ihre Rohstoffe, den Handel beziehungsweise den Anbau und die Ernte beziehungsweise danach dann auch die Preissicherheit zu garantieren, haben Banken und Broker hier Derivatekontrakte entwickelt. Was war der Hintergrund für einen Derivatekontrakt? Der Farmer des Mittleren Westens, der hat Korn, der hat Weizen, der hat andere Agrarprodukte angebaut. Der hat die im Frühjahr hat er die angebaut, hat aber dann erst im Herbst, wenn die Ernte reingekommen ist, sein Geld dafür bekommen. Er wusste auch nicht, wie der Preis im Herbst ist. Es kann dann immer wieder zu Schwankungen im Preis, vor allen Dingen durch witterungsbedingte Einflüsse, was weiß ich, wenn es zu viel oder zu wenig geregnet hatte. Also es bestand immer eine Preisunabhängigkeit oder eine Preisabhängigkeit und man wusste nie, ob man dann wirklich auch im Herbst, wenn die Ernte eingefahren wurde, ob man dann wirklich dann auch den Preis erzielen konnte, um dann auch langfristig profitabel zu sein. Deswegen wurde, wie gesagt, hier vor 150 Jahren in Chicago wurden sogenannte Derivatekontrakte, Future-Kontrakte entwickelt, wo der Farmer im Endeffekt den Preis bzw. Einen fest datierten Preis für seinen Weizen oder für seinen Mais im Endeffekt jetzt schon im Frühjahr, wo er mit der Sache angefangen hat, erzielen konnte. Und das hat sich dann im Endeffekt im Laufe der Jahre oder im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickelt, bis dann im Endeffekt Finanzderivate entwickelt wurden. Finanzderivate auf Indizes, beispielsweise den S&P oder den Nasdaq oder den Dow Jones. Und die Finanzderivate wurden aber alle im sogenannten Pit, also am Parkett gehandelt. Man kennt das noch vom Fernsehen, wenn die Händler hektisch agiert haben und sich die mit Handzeichen im Endeffekt die Geschäfte zugerufen haben. Und hier hat die deutsche Börse dann, wie gesagt, in den 90er Jahren angefangen, als erste Derivatebörse einen vollelektronischen Handel anzubieten. Weg vom PIT, weg vom Parketthandel zum vollelektronischen Handel. Also hier war die deutsche Börse, deutsche Terminbörse damals ein Innovator, ein Pionier, um eben diesen Handel effizienter zu machen. Über die letzten 30 Jahre hat sich dann der Handel immer weiter entwickelt. Ende der 90er Jahre hat die deutsche Börse dann auch mit der Schweizer Börse Sofex fusioniert. Und wurde dann im Endeffekt die Eurex, so wie wir sie heute kennen, im Endeffekt gegründet. Was kann man an der Eurex alles handeln? Angefangen, wie gesagt, in den 90er Jahren haben wir mit dem DAX-Future beziehungsweise mit dem Bund-Future, also man hat einen Future-Kontrakt auf den deutschen Aktienindex aufgelegt beziehungsweise man hat einen Future-Kontrakt auf die deutsche Zinskurve, auf die deutschen 10-jährigen Bundesanleihen aufgelegt. Wie gesagt, über die Jahre ist dieser Handel immer beliebter geworden, insbesondere der Tatsache, dass wir eben einen vollelektronischen Handel hatten. Dadurch konnte man mehr handeln, die Ausführungsqualität war besser und die Preise haben sich dann natürlich dann auch aufgrund eben dieses Massengeschäfts immer weiter erniedrigt. Und wenn man jetzt das heute anschaut, ich meine, heute kann man einen DAX-Future für wenige Euro handeln. Früher hat man teilweise 50, 60, 70 Euro für einen Kontrakt bezahlen müssen. Also auch hier die Elektronifizierung des Handels hat sich im Endeffekt immer weiterentwickelt und hat sich bis heute ja so weit verbessert, dass eben auch der Handel oder das Investment in Futures oder Optionen im Endeffekt auch für den Privatanleger zu einem sehr günstigen Preis im Endeffekt jetzt möglich ist. Ja, wie gesagt, das Portfolio hat sich über die Jahre hinweg auch bei der Eurex immer weiterentwickelt. Wie gesagt, wir haben angefangen mit dem DAX-Future, dann eben der Bund-Future. Aber wie gesagt, über die Jahre sind immer wieder neue Produkte dazugekommen, über die Aktienoptionen beziehungsweise über die Aktienindexoptionen. Also sprich, wir haben Optionen auf den ODAX gebracht beziehungsweise dann auch Individualoptionen auf Einzelwerte, wie jetzt beispielsweise die Deutsche Bank, die Allianz
oder irgendwelche anderen Werte. Und das, wie gesagt, haben wir über die Jahre hinweg weiter aufgebaut. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 1500 Aktienoptionen. Wir haben auch Future auf Einzelaktien, also Aktienfuture, aber nicht nur auf der Aktienseite, sondern auch Dividendenprodukte. Also man kann jetzt auch Dividenden auf einen bestimmten Wert handeln oder seit 10 Jahren auch Volatilität. Volatilität ist ein wichtiges Instrument für die Schwankungsbreite. Auch hier haben wir entsprechende Produkte gebracht. Und hier bauen wir im Endeffekt konsequent unser Portfolio weiter aus und um den Nachfrage und dem Bedarf im Endeffekt für den Endkunden gerecht zu werden. Eurex war die ganze Zeit, sage ich mal, jetzt ein Produkt für institutionelle Investitionen, also beispielsweise Banken oder Broker oder Hedgefonds und so weiter. Und erst in den letzten Jahren haben wir uns verstärkt auch für den Privatanleger unser Produktportfolio erweitert. Wie gesagt, angefangen haben wir mit einem relativ großen Kontrakt, beispielsweise beim DAX, komme ich später nochmal dazu, der einen Nominalwert hat von 25 Euro pro Indexpunkt, was dann im Endeffekt einen Nominalwert, wenn man DAX-Stand von 16.000 Punkten hat, mal 25 Euro von 350.000 Euro hat, mit einer entsprechenden hohen Margin. Das, wie gesagt, ist eher für institutionelle Investoren. Aber wie gesagt, wir haben dann über die Jahre, haben wir erst den Mini-DAX gebracht mit dem Nominalwert von 5 Euro und jetzt seit letztem Jahr eben den Micro-DAX mit einem Nominalwert von 1 Euro, um eben auch dem Investor, dem Privatinvestor entgegenzukommen und eben die bestmögliche kapitaleffiziente Anlage zu bieten. Wie gesagt, das ist die Eurex an sich. Wie gesagt, Eurex ist eine Handelsplattform, eine Börse. Die Eurex ist aber nicht nur eine Börse, sie ist im Endeffekt aber auch ein Clearinghouse. Was ist ein Clearinghouse? Ein Clearinghouse ist im Endeffekt die nachgelagerte Abwicklung von einem Geschäft. Wenn ich ein Future kaufe oder ein Future verkaufe, muss ja auch eine entsprechende Geldleistung gezahlt werden. Die sogenannte Margin, also sprich, wenn ich in die Position eingehe, muss ich nicht den vollen Kaufpreis investieren, sondern einen reduzierten Betrag. Aber auch hier muss eben im Endeffekt eine Geldmenge hinterlegt werden. Und diese Geldmenge wird dann mit dem Clearing, mit dem sogenannten Clearing verrechnet. Also sprich, der Geldbetrag, der auf dem Konto ist, wird dann beim Eingehen der Position mit dem entsprechenden Gegenbetrag verrechnet. Und auch hier ist die Eurex ein Innovator, ein Pionier. Auch hier haben wir einen Standard entwickelt, der sich über die letzten 20 Jahre zum weltweiten Standard entwickelt hat, der sogenannte zentrale Kontrahentenstatus. Was ist der zentrale Kontrahent? Wenn wir im Jahr 2008 uns zurück besinnen, hatten wir ja mit der Pleite der Lehman Bank ein riesengroßes Problem in der Finanzwelt, was im Endeffekt zur globalen Finanzkrise mutiert ist. Was ist damals passiert? Die Lehman Bank hat börsliche Geschäfte gemacht, hat aber auch vermehrt sogenannte außerbörsliche Geschäfte gemacht. Das sind sogenannte OTC-Trades, wo im Endeffekt die eine Bank mit einer anderen Bank direkt ein Geschäft abschließt. Das ist im Endeffekt eine gängige Praxis gewesen, wurde auch einfach abgehandelt und hat gut funktioniert. Aber es kam dann im Endeffekt dazu, dass die Lehman Bank immer weiter sich Positionen aufgebaut hat und irgendwann ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte. Was ist dann passiert? Dadurch, dass die Bank bilateral das Geschäft mit einer anderen Bank gemacht hat und dadurch Lehman ausgefallen ist, ist die andere Bank auf ihrer Zahlung oder auf ihrem Future-Kontrakt oder auf ihrer Position sitzen geblieben, weil die Lehman Bank in dem Fall ausgefallen ist. Und das wiederum, wenn eine Bank ausfällt, hat es die anderen Banken quasi mit in den Abgrund gerissen und hat dann im Endeffekt auf lange Sicht die ganze Finanzinstabilität und die ganze Finanzkrise hervorgerufen. Wie kann man das verhindern? Durch diesen zentralen Kontrahent. Was ist der zentrale Kontrahent? Der zentrale Kontrahent ist die Börse, ist die Eurex, wo Sie als oder wo du als Privatanleger im Endeffekt das Geschäft an der Eurex machst, aber das Geschäft nicht direkt mit jemandem anderen machst, sondern man macht den Kauf oder den Verkauf mit der Börse. Sprich, jeder Kauf, jeder Verkauf wird zentral mit der Börse verrechnet
und kann dann, das ist ein wichtiger Punkt, wird dann zentral abgerechnet. Und sollte dann wirklich mal ein Teilnehmer ausfallen, dann wird dieser Teilnehmer sofort segregiert. Aber ganz wichtig, das Geschäft, so wie es initial vereinbart wurde, wird auf jeden Fall garantiert und wird geliefert und bezahlt. Also das ist ein wichtiger Bestandteil und der wurde seit der Finanzkrise 2008 auch weiterhin verstärkt und vorangetrieben, um im Endeffekt den Handel weiter zu stabilisieren und auch ordnungsgemäß stattzufinden. Also wie gesagt, auch hier war die Eurex ein Vorreiter und hat diesen zentralen Kontrahentenstatus weiter vorangetrieben. Ja, wie gesagt, das war das Clearing. Wir haben über das Handel, wir haben über den Handel gesprochen, über das Clearing gesprochen. Dritter Baustein, auch wichtig, ist das Risikomanagement. Ich denke mal, das ist für jeden Händler wichtig, dass man sein Risiko kennt und auch seine Position entsprechend beobachtet. Auch hier hat die Deutsche Börse bzw. die Eurex einen entsprechenden Standard gesetzt mit unserer Margin-Methodologie. Wie gesagt, wenn man eine Position eingeht im Future, muss man eine gewisse Sicherheitsleistung hinterlegen, die deutlich geringer ist als der eigentliche Betrag. Und Eugen? Ja, bitte? Entschuldige, du bist immer noch auf der ersten Folie, ne? Europas größter Marktplatz zu börsengehandelten Derivaten? Genau, das ist mein rechter Bullet hier auf der rechten Seite, wo wir auf die Margin eingehen im Endeffekt kurz. Perfekt, danke. Ja, wie gesagt, hier haben wir eine Margin-basierte Portfolio-Risikoanalyse und auch hier ist der Standard von der Börse weiterentwickelt worden, dass man sagt, man macht, wenn man mehrere Portfolien oder mehrere Positionen im Portfolio hat, kann man, wenn man die gegenläufig sind, auch margin-reduzierend behandeln. Und dadurch reduziert sich die zu hinterlegende Sicherheitsleistung entsprechend immer weiter. Wie gesagt, auch hier, das ist ein Standard, den wir über die Jahre hin entwickelt haben. Als letzter Punkt, ein wichtiger Baustein für die Deutsche Börse AG, ist Technologie. Also Deutsche Börse ist natürlich auch eine Börse, ist aber im Endeffekt auch ein Technologieunternehmen. Auch hier setzt die Börse mit einer Trading-Plattform das niedrige Latenzzeiten bzw. eine zuverlässige Orderausführung gewährleistet, Maßstäbe. Warum ist das wichtig? Wie gesagt, der Handel durch die Elektronifizierung wird immer mehr, also sprich immer mehr Kontrakte werden gehandelt und auch die Ausführungszeiten werden immer kürzer. Von daher ist es wichtig für uns als Marktplatzbetreiber eben ein effizientes und sicheres, stabiles System im Endeffekt zu anzubieten. Das war es jetzt erstmal über die Eurex selbst. Auf dem nächsten Slide, wenn es dazu keine Fragen gibt, würde ich dann weitergehen zum Thema Futures. Was sind eigentlich Futures? Wie gesagt, ich habe am Anfang hatte ich darüber gesprochen. Der Beginn des Derivatehandels hat in den Vereinigten Staaten stattgefunden, hier in Chicago, wo Marktteilnehmer eine Möglichkeit gesucht haben, auf einen bestimmten Basiswert ein Geschäft, einen Kauf oder einen Verkauf in der Zukunft oder für in die Zukunft abzuschließen. Aus dem Gesichtspunkt heraus ist dann im Endeffekt der Future-Kontrakt entstanden. Ein Future-Kontrakt, jetzt mal von der Legaldefinition her, ist eine Vereinbarung zum Kauf oder zum Verkauf eines bestimmten Basiswerts. Also wie gesagt, kann ein Rohstoff sein, kann aber auch ein Index sein. Und die Besonderheit ist, dass man den Kauf heute abschließt, aber mit einer Fälligkeit in der Zukunft mit zu einem definierten Abwicklungspreis dann im Endeffekt abschließt. Also sprich, ich schließe heute ein Geschäft ab und die Abwicklung oder die Zahlung oder die Lieferung ist dann in der Future, in der Zukunft. Was sind die Details dazu? Wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, der Basiswert ist wichtig. Wie gesagt, es kann ein Index sein, es kann ein Rohstoff sein, es kann es können Zinsen sein. Also wie gesagt, die Vielfalt ist da gegeben. Die Besonderheit, wie gesagt, mit dem Verfallstag bzw. mit der Abwicklung, die in der Zukunft liegt. Und, denke ich mal, auch ein wichtiger Bestandteil ist der Kontraktwert bzw. die Preisveränderung, die in dem Future zugrunde liegt. Wenn wir mal zurückgehen zu unserem Beispiel vom DAX, hatte ich ja Anfang schon gesprochen, haben wir beispielsweise bei dem DAX Future einen Kontraktwert von 25 Euro pro Punkt. Das heißt, wenn der DAX einen Punkt steigt oder einen Punkt fällt,
dann verändert sich der Future-Kontrakt um 25 Euro bei dem DAX-Future. Wie gesagt, das ist eine große Zahl. Deswegen, das ursprünglich für institutionelle Investoren genutzt wurde, mit einem hohen Kapitalaufwand. Deswegen, da wir uns jetzt eben mehr auf den Privatinvestoren konzentrieren, haben wir die Anzahl entsprechend oder den Kontraktwert entsprechend erniedrigt auf 5 Euro beim Mini-DAX beziehungsweise auf 1 Euro beim Mikro-Future-Kontrakt. Wie kann ich den Future verwenden? Auch hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Da kommen wir später, denke ich mal, auch noch mal dazu. Zum einen ist es natürlich ein Investment, also sprich, ich kann auf steigende oder fallende Kurse wetten oder investieren, indem ich den Kontrakt kaufe oder verkaufe, also sprich, ich gehe long oder short. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, man kann damit sein Portfolio oder seinen Wertpapierbestand, den ich habe, absichern. Auch hier wieder durch den Leerverkauf beispielsweise von dem Future. Oder eine weitere Möglichkeit, kommen wir später auch nochmal drauf, ist die sogenannte Arbitrage, wo ich dann im Endeffekt das Zusammenspiel zwischen dem Basiswert, also sprich der Einzelaktie oder dem Derivatemarkt, dem Future entsprechend gegeneinander Positionen eingehen kann. Die Vorteile nochmal kurz von dem Future, ich habe es vorhin schon gesagt, dadurch, dass ich nur einen Bruchteil des eigentlichen ausmachenden Betrags zahlen muss, die sogenannte Margin, entsteht eine gewisse Hebelwirkung, also hier haben wir einen entsprechenden Vorteil. Ein weiterer Vorteil, hatten wir schon drüber gesprochen, der zentrale Kontrahent, also sprich, es gibt eine Sicherheit für den Investor, wenn ich eine Position eingehe, dass den Kauf oder den Verkauf, dass hier eine Lieferung erfolgt, beziehungsweise die Zahlung auch möglich ist. Und ein weiter wichtiger Punkt, denke ich mal, ist das sogenannte liquide Orderbuch. Was ist ein Orderbuch? Orderbuch ist das, was man im Handelsschirm sieht, wo man jederzeit kaufen und verkaufen kann zu einem engsten Preis, zum engsten Spread, wie man das nennt, mit auch einer entsprechenden Stückzahl. Wie gewährleistet das die Börse? Durch die Einsetzung von sogenannten Market Makern, die im Endeffekt professionelle Marktteilnehmer sind, die jederzeit entsprechende Liquidität ins Buch stellen, sprich jederzeit An- und Verkaufskurse ins Orderbuch stellen. Das in Kürze zum Future. Wenn es dazu keine Fragen gibt, auf dem nächsten Slide. Eine Frage, Eugen, die jetzt mehrfach gestellt wurde. Ja, bitte. Und zwar, du hattest ja kurz von Lehman Brothers gesprochen und dem zentralen Kontrahenten, den die Börse jetzt darstellt. Also das ist richtig verstanden worden von den Teilnehmern, dass es keinen Ausfall wie bei Lehman Brothers Zertifikaten im Future geben kann. Also die Börse hat den Standard implementiert. Wenn eine Bank, ein Teilnehmer ausfällt, in Insolvenz geht, dann wird dieser Teilnehmer jede Position, die es gibt, segregiert, also die wird rausgenommen und wird sofort liquidiert. Also sprich, man nimmt das Portfolio des insolventen Teilnehmers, liquidiert es und aber auf der anderen Seite gewährleistet die Zahlung und die Lieferung aller anderen Geschäfte. Also ein Ausfall ist de facto ausgeschlossen, ja. Danke. Ja, auf dem nächsten Slide möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Wir haben darüber gesprochen, was ein Future ist. Jetzt auch nochmal auf den konkreten Vorteil von einem Future, von einem Micro-Future-Kontrakt, zum Beispiel gegenüber einem CFD, einem Optionsschein, aber beispielsweise auch einem ETF. Wenn ich jetzt mal auf der linken Seite mir anschaue, CFDs, Optionsscheine, das sind populäre Instrumente, die im Markt oft genutzt werden. Möchte jetzt einfach nochmal an dem Beispiel die Vorteile von einem Future hervorheben. Wie gesagt, die Börse ist ein regulierter Marktplatz, eine regulierte Börsenplattform. Also nicht jeder kann einfach eine Börse aufmachen. Es bedarf auch der Erlaubnis vom jeweiligen Regulator. Also in Deutschland ist es beispielsweise die BaFin oder vielmehr noch ein bisschen weiter runter reguliert, da die Börse in Frankfurt sitzt im Bundesland Hessen, ist es das Wirtschaftsministerium in Hessen, die dort die Erlaubnis für das Errichten einer Börse im Endeffekt erteilen muss. Und um so eine Börse im Endeffekt aufzusetzen, bedarf natürlich auch bestimmter regulatorischer Vorgaben. Auch hier besteht eine enge Verpflichtung an die Börse, diese Vorgaben eben einzuhalten. Und das wird natürlich auch kontrolliert. Zum einen über die Börsenaufsicht, wie bereits gesagt, die in Hessen sitzt, die aber auch von der BaFin im Endeffekt mit kontrolliert wird,
Aber zum anderen gibt es auch innerhalb der Börse eine sogenannte unabhängige Handelsüberwachung, die im Endeffekt auch jeden Tag über alle Geschäfte drüber schaut und im Endeffekt sicherstellt, dass die Börse oder dass alle Geschäfte zu einem marktgerechten und ordnungsgemäßen Preis zustande kommen. Also hier gibt es mehrere Sicherheitsmechanismen, die im Endeffekt das gewährleisten. Wie gesagt, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass an einer Börse, an einer gelisteten Börse, als einen transparenten Handel und ein transparentes Clearing gibt. Hatte ich bereits gesagt, der zentrale Kontrahent, das ist ein wichtiger Standpunkt oder wichtiger Standbein des Börsenhandels. Wie gesagt, mit dem reduzierten Kontrahenten- und Ausfallrisiko, aber natürlich auch das transparente Orderbuch. Also sprich, wenn man ins Orderbuch schaut, kann man die besten 10 oder die besten 15, 20 Orders im Buch jederzeit sehen und man sieht auch eingehende Orders und modifizierte und ausgeführte Orders. Also die Darstellung ist sehr transparent und ist auch nachvollziehbar für den Investor. Ein weiterer wichtiger Zeitpunkt, denke ich mal, ist die Verfügbarkeit des Systems. Die Eurex hat im Jahr 2018 die Handelszeiten entsprechend verlängert von vornehmlich 14 Stunden jetzt auf 21 Stunden. Also sprich, wir fangen am Sonntag Nacht oder Montagmorgen um 1 Uhr nachts an und handeln eigentlich fast durchgängig bis Freitag, bis zum amerikanischen Close um 22 Uhr Frankfurter oder mitteleuropäischer Zeit. Also man spricht an einer regulierten Börse, kann man jederzeit mit engen Spreads, mit guter Kontraktgröße jederzeit kaufen und verkaufen. Also ich denke mal, auch hier ist ein wichtiger Punkt, insbesondere wenn man sich spezielle Marktereignisse anschaut, wie jetzt beispielsweise den Brexit oder die Trump-Wahl im Jahr 2016. Da gab es ja dann in der asiatischen Handelszeit starke Bewegungen und dadurch, dass wir jetzt seit 21-Stunden-Tag offen sind, kann der Investor jederzeit im Endeffekt handeln und auch auf die Stücke zugreifen. Ja, wie gesagt, Orderbuch oder Liquidität ist ein wichtiges Thema, hatten wir schon gesprochen. Die Börse stellt das sicher, indem wir professionelle Marktteilnehmer einen gewissen Anreiz geben, dass sie eben jederzeit An- und Verkaufskurse stellen, um auch jederzeit zum besten Preis zu kaufen zu können und verkaufen zu können. Und das, wie gesagt, während der Handelszeit eigentlich fast den ganzen Tag über zu dem guten Preis mit der guten Liquidität. Also das, denke ich mal, in Kürze sind nochmal die Vorteile vom Future gegenüber anderen Produkten, jetzt zum Beispiel CFDs oder Optionsscheinen. Gibt es dazu eventuell noch Fragen? Es kam eine etwas sarkastische Frage, warum ist der Handel dann nicht 24 Stunden möglich, sondern nur 21 Stunden, obwohl das ja auch schon sehr, sehr lange ist. Das ist eine gute Frage. Wenn man den Handel tätigt, Kauf und Verkauf, muss man es auch abwickeln, hatte ich ja bereits schon gesagt, das Clearing. Und dieses Clearing braucht halt eine gewisse Zeit, um ja die ganzen Prozesse am Ende des Tages, am Ende eines jeden Tages abzuwickeln. Deswegen brauchen wir da ein kleines Zeitfenster, 3 Stunden. Wir sind dabei, das weiter zu minimieren. Aber um die Abwicklung, also sprich, um alle Geschäfte rauszuziehen aus dem System, sozusagen buchhalterische Aufgaben und auch die Margen zu verrechnen und so weiter, das braucht eine gewisse Zeit. Aber auch da sind wir dabei, das weiter und effizienter zu gestalten und eben voranzutreiben. Wenn es dann keine weiteren mehr Fragen mehr dazu gibt, bin ich schon am Ende für meinen Teil zum Thema, was ist die Eurex, was ist ein Future und dann nochmal kurz auf die Vorteile eingegangen. Also wir hätten noch verschiedene Fragen, die jetzt auch im Chat noch nicht beantwortet wurden, beziehungsweise von den Moderatoren und Organisatoren. Ich würde aber vorschlagen, dass wir die dann ab 20 Uhr in der großen Fragerunde für alle beantworten. Gerne, gerne. Ja, dann würde ich sonst jetzt übernehmen, Eugen. Ja, gerne. Ich habe das jetzt zurückgegeben, glaube ich, an dich, ne? Ja. So, vielleicht kann man mir kurz bestätigen, dass man den Bildschirm sehen kann. Ich habe direkt mal den Nanotrader geöffnet, um das Ganze auch mal kurz praktisch zu zeigen, weil wir haben auch noch eine kleine Kurzumfrage vorbereitet. Und
Ja, vielleicht können wir mal kurz besprechen, welche Eurex Futures für Privatanleger besonders interessant sind. Ich habe hier mal eine kleine Kursliste mit sehr beliebten Eurex Futures zusammengestellt. Eugen hat schon den DAX, den Mini-DAX und den Mikro-DAX angesprochen. Ganz vorne mit dabei ist dann auch der Eurostox 50 Future. Da gibt es mittlerweile auch einen Mikro-Future. Dann natürlich die Anleihen Bund, Bobl, Schatz sind auch sehr beliebt, insbesondere bei Privatanlegern. Dann natürlich auch die Futures auf den Schweizer Index, den SMI, gibt es auch in der Standard- und der Mikrovariante, den Euro-BTP, den Euro-Stoxx Banks Index, Buxele gehört auch noch mit zu den Anleihen und dann aber zum Beispiel, was auch sehr interessant ist, was viele nicht kennen, den V-Stoxx, also das ist quasi der Benchmark, der europäische Benchmark für die Volatilität, der basiert auf der impliziten Volatilität der Euro-Stoxx 50 Option, also auch sehr interessant und dann gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen ESG-Future, für den sich sicherlich auch Privatanleger interessieren. Das so die wichtigsten Produkte der Eurex für den Privatanleger. Und dann streuen wir vielleicht noch eine kleine Umfrage ein. Haben Sie schon Produkte der Eurex gehandelt? Vielleicht können Sie ganz kurz mit Ja oder Nein hier abstimmen. Da haben wir da auch einen kleinen Überblick. Gerade auch im Hinblick auf die nächsten Webinare, wenn wir die Produkte dann noch näher beleuchten werden und auch und André dann auch die eine oder andere Trading- als auch Investmentstrategie mit Eurex Futures vorstellen wird. Warten wir noch ein paar Sekunden ab. Aber hier haben schon sehr viele abgestimmt. Vielen Dank dafür. Also man sieht schon, die wenigsten Teilnehmer, denke ich, haben bisher aktiv die Eurex Futures gehandelt. Das pendelt sich jetzt so zwischen 15 und 20% ein. Ich beende mal kurz die Umfrage und kann es auch kurz das Ergebnis gerne einblenden. Also da sieht man, 17% haben hier mit Ja beantwortet das Ganze und 83% entsprechend mit Nein. So, dann würde ich jetzt auch direkt in die Präsentation gehen und zum nächsten Punkt übergehen. Ich habe hier auch noch einen kleinen Risikohinweis eingeblendet, das müssen wir mal eingeben. Wir haben jetzt kurz auch, Eugen hat die CFDs angesprochen, die man über uns als Anbieter natürlich auch handeln kann und dann die Futures, um die es hier hauptsächlich geht. Ganz kurz der obligatorische Risikohinweis und dann gehen wir auch rein zu dem nächsten Punkt. Wie kann man die Futures denn nun als Privatanleger handeln? Und da werde ich jetzt näher drauf eingehen. Als Trader oder Investor kann man natürlich nicht direkt zur Börse gehen, also jetzt zum Beispiel zu Eurex und sagen, hier, ich möchte jetzt den Mini-DAX Future handeln, sondern das ist schon ein relativ komplexes Konstrukt, das dahinter steht. Also das als Trader braucht man auf jeden Fall einen Broker. Und auch der Broker ist in der Regel nicht direkt an die Börse angebunden, sondern dafür steht da noch eine, Eugen hat auch das Thema Clearing schon angesprochen und es steht auch immer eine Clearingbank, war die quasi als Mittelsbank dazwischen, also die letztendlich nach Marktschluss in Kooperation mit der Börse dann das Clearing, das heißt die Abwicklung der Trades übernimmt. In unserem Fall von WA Self Invest haben wir uns für die Clearingbank ED&F Man Capital Markets entschieden. Das ist eine der renommiertesten Clearingbanken, die man kennt, die auch weltweit aktiv sind. Wir arbeiten da mit der Niederlassung in Großbritannien zusammen, also in London. Das ist unsere Clearingstelle und wir als Broker sind an die Clearingbank angebunden und die Clearingbank ist letztlich der Member an der Börse. Also WH Self Invest als Broker ist nicht Member an der Eurex zum Beispiel, aber die Clearingbank ED&F Man in unserem Fall ist Mitglied, also Member an der Eurex und übernimmt dann quasi abends nach Marktschluss, nach 22 Uhr in Kooperation mit der Börse dann das Clearing, erstellt in unserem Fall auch die Kontoauszüge und die Futures-Kontoauszüge werden dann automatisiert am frühen Morgen dann an die Kunden automatisch übersandt. Also es sind dann standardisierte Dokumente auch, die sehen bei mehr oder weniger bei allen Clearingbanken gleich aus. Also wir haben vor einigen Jahren auch schon mit einer anderen Clearingbank zusammengearbeitet. Die Dokumente sehen gleich aus, die Abwicklung im Hintergrund ist genau die gleiche. Also das sind überall da standardisierte Prozesse, die letztendlich dahinter stehen. Wir sind über unsere Clearingbank natürlich nicht nur an die Eurex angebunden. Das ist natürlich die Börse, um die es auch heute geht. Nur der Vollständigkeit halber kann man über uns natürlich auch an allen anderen wichtigen Terminbörsen handeln. Das ist zum Beispiel dann einmal die CME-Gruppe. Die sieht man bei Eugen ja auch im Hintergrund. Die CBOT als eine Untersparte der CME-Gruppe. Dann gibt es noch die
die Comex und die Nibex und die CME selber, also alle vier Sparten der CME-Gruppe kann man natürlich handeln und auch die Intercontinental Exchange, also die ICE, wo das der ein oder andere Soft-Commodity-Kontrakt gehandelt wird. Alle wichtigen Terminbörsen können über uns gehandelt werden und primär geht es natürlich jetzt heute hier um die Eurex. Welche Komponenten sind im Futures-Handel wichtig? Und zum einen sind das dann natürlich die Daten. Also die Datenqualität spielt eine sehr wichtige Rolle und da sprechen wir jetzt zum einen über die Realtime-Daten und über historische Daten. Die Realtime-Daten kommen bei uns über unseren Datenlieferanten und Order-Router CQG. Und über CQG, das ist wirklich einer der bekanntesten und renommiertesten Datenanbieter, die es am Markt gibt. Die liefern wirklich echte Tick-by-Tick-Daten ohne irgendwelche Zusatzkosten. Und das sind dann letztendlich bis zu 1000 Ticks pro Sekunde. Also die wird man eigentlich nie haben in einem Kontrakt. Also selbst wenn es sehr volatil ist und ist dann wirklich, wenn irgendwelche News rauskommen wie Zinsentscheidungen oder US-Arbeitsmarktdaten oder ähnliches, dann kann es schon mal sein, dass man mehrere hundert Ticks pro Sekunde in großen Kontrakten sieht. Aber in der Regel bleibt man damit unter 1000 Ticks. Und das heißt wirklich jeden einzelnen Tick, der an der Börse gehandelt wird, wird über unsere Plattform auch angezeigt und steht auch dem Kunden dann letztendlich für Analysezwecke zur Verfügung. Das machen viele andere Anbieter nicht so. Also da muss man schon sehr klar vergleichen. Es gibt Anbieter, also Broker, die liefern nur sogenannte Snapshot-Daten. Also die überliefern vielleicht 2 oder 3 oder 4 Ticks pro Sekunde und alles andere fällt letztendlich unter den Tisch, kann man sagen. Also man bekommt nur einen Bruchteil der Time and Sales dann wirklich auch im Tick-Chart angezeigt. Und insbesondere, wenn man dann vielleicht auch volumenbasierte Analysen durchführt, das heißt, wenn man sowas wie einen VWAP verwendet oder ein Volumenprofil oder auch nur das vertikale Volumen unterhalb des Charts in irgendeiner Form für Analysezwecke verwendet, dann will man natürlich auch den vollen Einblick haben und da sollte man immer darauf achten, dass man wirklich echte Tick-by-Tick-Daten erhält und nicht irgendwelche Snapshot-Daten. Und der Order-Router sorgt letztendlich auch für die sehr, sehr schnelle Order-Ausführung. Die CQG in unserem Fall ist dafür verantwortlich, dass die Order einfach auf dem schnellsten Wege letztendlich vom Endkunden, vom Privatanleger zur Börse geleitet wird. Und das geht wirklich in Bruchteilen von Sekunden, kann man sagen. Also vom Klick der Order-Ausführung bis zur Rückmeldung der Börse, dass die Order dann letztendlich auch ausgeführt worden ist, vergehen in der Regel 200 bis 300 Millisekunden. Das hängt natürlich von der lokalen Infrastruktur zusammen, von dem insbesondere vom Internetprovider, auch den man hat. Aber das sind wirklich Bruchteilen von Sekunden. Meist weit unterhalb von einer halben Sekunde ist dann auch die Rückmeldung der Börse schon da in der Plattform, dass die Order letztendlich ausgeführt worden ist. Neben Live-Daten benötigt man dann auch historische Daten, um dann seine Analysen zu machen. Und historische Daten, da haben wir uns auch für zwei Anbieter entschieden. Zum einen ist das auch eine Historie, die wir über CQG beziehen. Da kommt man nicht ganz so weit zurück, also bis zu 3 Monate Intraday, bis zu 3 Jahre End-of-Day. Das ist im Prinzip immer der aktuelle Kontraktmonat, der angezeigt wird, seit der aufgelegt wird. Aber es wird in diesem Fall dann keine Historie aneinandergereiht. Das haben wir so bei unserem zweiten Datenlieferanten für historische Daten. Das ist die VWD-Gruppe. Die VWD-Gruppe beziehungsweise das Unternehmen, was dahinter steht, Infront, das ist vielleicht vielen auch bekannt aus NTV, also beliefert unter anderem auch NTV und wird da auch immer wieder genannt. Also es sind sehr, sehr hoch qualitative Daten, die wir hier auch liefern. Und da bekommt man dann letztendlich eine Endlos-Historie. Da werden die einzelnen Futures dann zum Verfallstermin aneinandergereiht zu einer Endlos-Historie. Also kommt man mehr als 10 Jahre zurück im Intraday-Bereich, also auch im 1-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Chart. Und diese Historie ist insbesondere interessant, wenn man dann auch Trading-Strategien, Investment-Ansätze backtesten möchte, weil dafür ist der Nanotrader auch ideal geeignet, dass man solch ein Backtesting dann auch betreibt. Das Zweite, was natürlich wichtig ist, ist die Trading-Plattform. Dazu habe ich auch schon die eine oder andere Frage hier im Chat gesehen. Wir bieten verschiedene Trading-Plattformen für den Futures-Handel an. Das ist zum einen unsere eigene Plattform, der WHS Nanotrader. Wir sind also nicht nur reiner Broker, wie man das von vielen Anbietern kennt. Die sind dann
reiner Broker, also sorgen letztendlich nur für die Ausführung der Order an der Börse. Wir sind zum Zweiten aber auch ein Plattformanbieter. Das heißt, wir haben unsere eigene Plattform, den Nanotrader. Das ist unsere sogenannte Inhouse-Plattform. Die ist ja mittlerweile seit mehr als 17 Jahren erprobt im Futures-Handel, seit wir das anbieten. Und liefert eigentlich alle wichtigen Analyse- und Handelstools für den Privatanleger. Sie ist sehr stabil, innovativ, technologisch state of the art. Die wird ständig weiterentwickelt von uns und da nehmen wir auch immer Kundenvorschläge mit auf. Also regelmäßig, wenn Kunden sagen, ja, habt ihr nicht noch diesen Indikator oder das Tool, dann alle ein, zwei Monate veröffentlichen wir auch einen neuen Kundenvorschlag und das nehmen wir immer sehr, sehr, sehr ernst, dieses Feedback, und nehmen das dann auch immer gerne mit auf in die Weiterentwicklung der Plattform. Die Plattform kann sowohl für den manuellen als auch für den halb- und vollautomatischen Handel genutzt werden. Man kann Backtesting, Playback-Funktionen nutzen. Es gibt Scanner und Screener, also eigentlich alles, was das Traderherz sich wünscht. Eine Vielzahl an Indikatoren, Trading-Strategien, Trading-Signalen und so weiter. Und ich spreche es jetzt schon mal kurz an. Wir haben auch jetzt für alle Teilnehmer eine Trading-Demo vorbereitet. Das ist nicht nur eine Standard-Demo. Wir besprechen es am Ende nochmal, aber morgen wird jeder wirklich eine E-Mail bekommen mit einem Angebot für eine kostenlose Demo. Und das ist dann eine Demo, die auch 5 Wochen lang gültig ist. Also jeder kann sich die jetzt gerne dann morgen anfragen und das Ganze dann auch ausprobieren, was wir heute und dann auch an den nächsten 3 Terminen hier zeigen werden. Neben der Hauptplattform, dem Nanotrader, bieten wir auch eine Webversion an und eine App. Diese beiden Produkte kommen direkt über CQG, das sind quasi die mobilen Lösungen. Und wer möchte, kann über uns auch eine Cloud-Lösung abonnieren. Das heißt, das wäre dann ein VPS-Server, auf dem die Plattform im Prinzip 24 Stunden, 5 Tage die Woche durchlaufen könnte. Das ist insbesondere für Kunden interessant, die sich natürlich auch für den automatisierten Handel dann letztendlich interessieren. Neben unserer eigenen Plattform, dem Nanotrader, können wir auch sehr, sehr viele Drittplattformen an unser Futures-Konto anbinden. Da wurde auch schon nach der einen oder anderen gefragt hier im Chat. Das sind zum einen natürlich Atas, Volvix, das sind solche Spezialplattformen für den Volumenhandel, Sierra Charts, Multicharts, Trade Navigator, dann auch natürlich eine sehr, sehr gute Webversion mit TradingView, die nutzt André ja auch. Viele kennen die sicherlich aus den Videos von André, also ist auch natürlich eine professionelle Plattform, eine Webplattform. Man muss sagen, im Futures-Handel ist es eher so, dass recht wenig über mobile Versionen oder auch Apps gehandelt wird. Also wir haben auch mal reingeschaut in Statistiken. Im Futures-Bereich werden nur circa 5% der Orders über mobile Versionen, also über App oder Web platziert. Die anderen werden wirklich aus einer Desktop-Version raus platziert, weil eher im Futures-Handel dann auch die komplexeren Analyse-Tools, die man in der Regel in Desktop-Plattformen hat, genutzt werden, um dann auch vielleicht klarere Handelsentscheidungen zu nutzen, weil Futures-Trader doch eher da auch vielleicht etwas professioneller die Sache angehen als der ein oder andere Händler, der im CFD- oder Forex-Bereich vielleicht auch mit kleineren Konten unterwegs ist. Und da sieht man es dann schon, dass in diesem außerbörslichen Handel so bis zu 50% der Orders über mobile Geräte platziert werden. Das ist im Futures-Handel eher nicht so. Also da bleibt es weiterhin so, dass eher über die Desktop-Plattformen dann auch gehandelt wird. Wie sieht das praktische Setup dann letztendlich bei WH Self-Invest aus? Also zunächst wäre ein Futures-Konto erforderlich. Das geht bei uns los ab einer Mindesteinlage von 2.500 Euro, je nach Paket, was man auswählt. Das können wir uns gleich auch noch gerne auf der Webseite näher anschauen. Wir bieten verschiedene Pakete letztendlich an. Das sind dann immer Kombinationen aus Plattformen, aus historischen Daten und letztendlich aus Marktdaten der verschiedenen Börsen. Und je nachdem, für was man sich da entscheidet, gibt es dann auch entsprechende Rabatte. Wenn Sie über uns als Broker Futures handeln, gibt es auch keinerlei Mehrkosten für Order-Modifikationen oder wenn Sie Orders löschen oder auch wenn Sie einfach mal ein Problem haben und vielleicht die Internetverbindung geht verbunden und da können Sie jederzeit zum Hörer greifen, uns anrufen. Wir stehen börsentäglich von 8 bis 22 Uhr mit unserem Kundenservice zur Verfügung und können dann jederzeit auch Orders, Telefonorders entgegennehmen ohne irgendwelche Zusatzkosten. Die Basiswährung, als Basiswährung für das Futures-Konto kann man nicht nur Euro wählen, sondern es ist auch ein US-Dollar-basiertes Konto oder auch ein Konto in Schweizer Franken möglich.
Ja, Sicherheit steht bei uns immer mit an erster Stelle. Das heißt, wenn Sie über uns sich für den Futures-Handel entscheiden, sind wir zum einen natürlich sehr, sehr stark reguliert. Zum einen in Deutschland durch die BaFin, in Luxemburg an unserem Hauptsitz durch die CSSF. Und dann einer der wichtigsten Punkte sicherlich für Futures-Händler ist immer, dass wir bilanzieren keine Kundengelder. Das heißt, bei uns sind die Gelder immer strikt getrennt von dem Firmenguthaben von WR Self Invest und liegt dann auf echten segregierten Konten bei renommierten Partnerbanken. Im Futures-Handel ist es so, wenn wir uns das mal im Detail anschauen, Sie eröffnen das Futures-Konto und wenn Sie das in unserer deutschen Niederlassung eröffnen, dann überweisen Sie das Geld zunächst auf ein Treuhandkonto bei der Postbank. Da bleibt es bei Futures-Konten jedoch nicht liegen, sondern bei Futures-Konten ist es so, da muss das Geld letztendlich immer in der Hoheit der Clearingbank liegen. Unsere Clearingbank habe ich schon angesprochen, ED&F Man in Großbritannien, und die verwahrt das Geld bei JP Morgan. Das heißt, im Futures-Handel, egal auch, ob Sie das Futures-Konto in unserer deutschen oder in unserer luxemburgischen Niederlassung eröffnen, wir leiten das Geld, nachdem Sie es eingezahlt haben, auf ein Treuhandkonto weiter an ED&F Man, und die verwalten das Geld oder parken es letztendlich bei JP Morgan in Großbritannien. Und es greift dann auch eines der europäischen Einlagensicherungssysteme, und das ist dann die britische Einlagensicherung. Das heißt, das Futures-Kundenguthaben ist bis 75.000 britische Pfund abgesichert. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Anbietern. Also man kennt natürlich bestimmt viele Futures-Anbieter in den USA, und da ist ganz klar zu sagen, in den USA gibt es keinerlei Einlagensicherung für Futures-Guthaben. Da ist es so, wenn da wirklich ein Anbieter in Schieflage gerät, fließt das Geld zu 100% in die Insolvenzmasse. Wir kennen uns damit ganz gut aus, weil wir vor vielen Jahren, also das ist mittlerweile circa 10 Jahre her, da haben wir auch mit einer US-Clearingbank zusammengearbeitet. MF Global ist sicherlich dem einen oder anderen noch ein Begriff, die ja auch in Schieflage geraten sind. Und da gab es natürlich damals Probleme, aber da können wir auch sagen, da ist es nicht so. Also viele, die über MF Global geklärt haben, die haben dann einen gewissen Anteil zurückbekommen. Ich weiß nicht, wie viel es damals waren, um die 80% wurden ausgezahlt, der Kundengelder. Und bei uns war es dann so, jeder Kunde über WH Self Invest, da haben wir das Ganze aufgestockt. Also WH Self Invest hat letztendlich ist so aufgestockt, dass jeder Kunde dann auch, der das Geld bei MF Global hatte, auf 100% seiner Einlagen zurückbekommen hat. Das nur als Hintergrund von uns, also und dass man auch sieht, dass wir wirklich sehr, sehr stark sind. Wir haben enormes Eigenkapital, was im Hintergrund steht, und dass wir in dem Fall da auch eingesprungen sind und wirklich das Kundengeld zu 100% auszahlen konnten. Mittlerweile sind wir so aufgestellt, dass das gar nicht mehr nötig sein muss, sondern wir sind immer komplett segregiert und so, dass es immer über ein Einlagensicherungssystem auch komplett geschützt ist, das Kundenguthaben. Und jetzt kommen wir noch auf den Punkt zu sprechen, der wurde auch schon eben kurz angesprochen von Eugen. Das ist immer ein wichtiger Punkt im Futures-Handel, der Punkt Margin und Hebel. Ich gehe da auch mal kurz auf unsere Webseite, da kann man das sich sehr gut anschauen. Und zwar, wenn man auf unserer Seite ist, whselfinvest.de, kann man auf den Punkt Futures klicken, und da ist direkt hier oben der zweite Punkt, heißt meist gehandelt. Und da findet man immer sofort eine sehr informative Tabelle. Und das geht auch direkt los hier mit der Eurex. Und da sieht man immer, hier zum Beispiel geht es los mit dem DAX, dem Mini-DAX und dem Mikro-DAX. Wie steht es aktuell um die Overnight-Margin? Wie ist es um die Intraday-Margin bestellt? Wie hoch ist die Börsengebühr? Wie lauten die Kontraktspezifikationen? Das heißt, wie viel Wert habe ich? Das hat der Eugen schon angesprochen im großen FDAX sind es 25 Euro pro Punkt, im Mini-DAX 5 Euro pro Punkt und im Mikro-DAX 1 Euro pro Punkt. Es funktioniert letztendlich so, die Börse, die bestimmt jeden Tag neu die Overnight-Margin. Und auf der Eurex gibt es da auch den Link können wir auch gerne mal posten, da kann jeder sich das auch anschauen, weil auf der Eurex-Seite, es ist leicht versteckt, es ist nicht direkt auf der Startseite zu sehen, aber ich poste es gerne hier mal rein. Dann kann sich das jeder auch, also ich habe das immer als Bookmark und schaue da auch regelmäßig rein. Da gibt es dann den Punkt unter den Risikoparameter und Initial Margins, Prisma Margin Anforderungen für ausgewählte Produkte. Dafür veröffentlicht die Eurex jeden Tag eine Excel-Tabelle, und da findet man dann sowohl die Initial Margin, das nennen wir dann die Overnight Margin für Long-Positionen, als auch für Short-Positionen. So ist das entsprechend hier aufgeteilt, und ich habe hier mal sowohl den Mini-DAX-Future als auch den Micro-DAX-Future hier mal gehighlightet, und da sieht
man, das war jetzt die Margin für den heutigen Tag. Im Mini-DAX wäre die Overnight-Margin hier bei einer Long-Position. Oder lass mich gerade schauen. Genau, die erste Spalte ist die Long-Initial-Margin. Die nächste Spalte ist dann die Short-Initial-Margin, die jeden Tag neu von der Börse veröffentlicht wird. Also hier sind es knapp, diese knapp 6.000 Euro bei einer Long-Position. Knapp 5.500 Euro bei Mini-DAX für eine Short-Position und bei Micro-DAX sind es ca. 1.200 Euro für eine Long-Position und 1.100 Euro für eine Short-Position. Das ist die Marge, die man letztendlich aufbringen muss, wenn man den Kontrakt über Nacht halten will. Also über den Tageswechsel, das heißt, wenn die Eurex um 22 Uhr schließt, den Handel des Mini-DAX oder Micro-DAX-Futures, muss man diese Sicherheitsleistung auf dem Konto haben, um den Kontrakt mit in den nächsten Tag zu nehmen. Und Intraday haben wir als Broker dann die Möglichkeit, die Margin zu reduzieren. Und wir nehmen aktuell 20% der Overnight Margin Intraday. Also das ändert sich auch immer mal wieder. Das ist aktuell der Stand. Auch die Overnight Margin der Börse, die kann sich täglich ändern. Die bestimmt die Eurex auf Basis verschiedener Risikoparameter. Die Volatilität spielt da sicherlich mit eine der größten Rollen. Da kann vielleicht Eugen später noch was zu sagen, was da genau die Kriterien sind. Und die Tabelle auf unserer Webseite aktualisieren wir jetzt auch nicht täglich. Das ist immer so ein Richtwert, den wir hier haben. Und wir aktualisieren die Tabelle in regelmäßigen Abständen. Und wer es dann wirklich genau wissen will, geht einfach tagesaktuell immer auf die entsprechende Börsenwebsite, wo das Ganze dann auch transparent hier veröffentlicht wird. Ja, bleiben wir mal beim Beispiel des Micro-DAX Futures. Punktwert 1 Euro, die Overnight Margin der Eurex ca. 1200 Euro. Und wir als Broker, als WH Self Invest, würden Intraday dann das Ganze reduzieren und 20% nehmen. Das wären dann ca. 240 Euro pro Kontrakt. Ja, was ist letztendlich der Hebel? Der Hebel, das ist letztendlich nichts anderes als das gehandelte Nominalvolumen, das dahinter steht. Also das spricht der tatsächliche Positionswert geteilt durch das Eigenkapital, also das Kontoguthaben, das ich dann verfügbar auf meinem Futures-Konto habe. Machen wir einfach mal drei einfache Beispiele. Gehen wir mal davon aus, jemand hat eine Kontogröße von 15.000 Euro und wir gehen jetzt hier von einer Position im Micro-DAX Future aus und bei einem Euro pro Punkt und im Indexstand von 15.000 würde das Nominalvolumen, also die Positionsgröße, dann entsprechend hier auch 15.000 Euro betragen. Und der Hebel, der dann hier anliegt, das wäre dann einfach die 15.000, also das Nominalvolumen, der Positionswert für einen Micro-DAX Future, geteilt durch meine Kontogröße, durch mein Eigenkapital in Höhe von 15.000 Euro, komme ich auf einen Hebel von 1, sprich ich handle ohne Hebel. Also das ist auch eine typische Frage, die wir immer wieder bekommen, auch vom Vertrieb oder vom Kundenservice auch. Ja, muss ich mit Hebel handeln? Nein, auch im Futures-Handel muss man nicht mit Hebel handeln. Wenn man das so macht, dass man entsprechend das Nominalvolumen, das ich handle, auf dem Konto habe, dann handelt man ohne Hebel und das ist ohne weiteres möglich. Aber Eugen hatte schon angesprochen, Sprichwort auch kapitaleffizient. In der Regel möchte man ja mit einem kleinen oder moderaten Hebel arbeiten und das Ganze dann auch zu seinem Vorteil entsprechend nutzen. Und da habe ich jetzt mal das mittlere Beispiel gemacht. Wenn wir jetzt einfach nur ein etwas kleineres Konto haben, sagen wir, wir haben einfach nur 5.000 Euro auf dem Konto aktuell, dann können wir selbstverständlich auch einen Micro-DAX Future handeln, weil wir haben ja gesehen, aber noch mal eins zurückgeben, die Overnight Margin beträgt nur 1.200 Euro, also wir können ohne weiteres den einen Micro-DAX auch über Nacht halten mit 5.000 Euro Kontogröße und Intraday ist das sowieso kein Problem. Und wie groß wäre dann der Hebel bezogen aufs Konto? Ich habe wieder meine Positionsgröße von 15.000 Euro, teile das Ganze durch meine Kontogröße von 5.000 Euro und bin hier bei einem Hebel von 3. Das ist durchaus ein Hebel, mit dem viele arbeiten. Und ich denke, das ist auch ein Hebel, den André, denke ich, auch in seiner Ausbildung empfehlen kann. Diese Größe ist durchaus sinnvoll, dass man diese auch als Trader nutzen kann. Und dann noch ein drittes Beispiel, wo man da noch mal ein bisschen das Verhältnis sieht, hier auch zur Overnight Margin. Da, um es einfach zu halten von der Rechnung her, habe ich jetzt einfach mal eine Kontogröße von 6.000 Euro angenommen. In diesem Fall könnte ich maximal 5 Micro-DAX über Nacht halten, weil wir haben ja gesehen, die Overnight Margin 1.200 Euro mal 5, das heißt 6.000 Euro wäre die Übernacht-Margin-Anforderung der Börse. Die Positionsgröße, die dann dahinter steht, wäre natürlich nicht mehr nur die 15.000 Euro, sondern ich muss das Ganze mit 5 multiplizieren. Dann komme ich auf eine Positionsgröße von 75.000 Euro.
Das entspricht im Übrigen auch direkt einer Position im Mini-DAX Future, also ob ich fünf Kontrakte im Micro-DAX Future handle oder einen Kontrakt im Mini-DAX Future. Ich habe die gleiche Positionsgröße, das gleiche Nominalvolumen, das dahinter steht und auch die mehr oder weniger die gleiche Margin-Anforderung. Das heißt, über Nacht wäre das die maximale Größe, die ich halten könnte. Und der Hebel, der dann dahinter steht, wären die 75.000 Euro Nominalvolumen geteilt durch die 6.000 Euro über Nacht Margin-Anforderung. Und das würde dann einem Hebel von 12,5 entsprechen. Also das wäre der maximale Hebel in diesem Beispiel, der über Nacht möglich wäre. Intraday ist natürlich auch noch theoretisch ein viel größerer Hebel möglich. Das haben wir ja gesehen. Da braucht man nur 240 Euro, um einen Micro-DAX Future zu handeln. Das heißt, da könnte ich natürlich auch bei einer Positionsgröße von 6.000 Euro noch mit wesentlich mehr Kontrakten entsprechend hier auch arbeiten. Also hier sieht man schon auch im Vergleich zu vielleicht zum CFD-Forex-Handel im Futures-Bereich. Das ist nicht so streng reguliert wie der CFD-Handel, der jetzt seit einigen Jahren, da stehen eigentlich weiterhin wesentlich flexiblere Margin-Raten zur Verfügung, die man dann entsprechend auch für die ein oder andere Trading- oder Investment-Strategie auch nutzen kann. Ja, ich denke, das war es soweit zu dem Überblick zu Futures. Also wie sieht das praktische Setup aus? Wie sieht es mit den Margin-Anforderungen aus? Und ich denke, jetzt können wir das Ganze dann gleich auch noch konkretisieren mit der ein oder anderen Frage dazu. André, gibt es da schon konkrete Fragen zu dem Thema? Ja, es gibt einige Fragen und wir haben ja auch noch drei Webinare vor uns. Jeden Montag im Februar werden wir von 19 bis ungefähr 20.30 Uhr auf diese Dinge eingehen, das auch noch an konkreten Beispielen machen. Ich habe einige Fragen jetzt auch markiert, die für euch beide interessant sein dürften. Eine Frage vorab, die jetzt auch mehrfach kam, wie ist das eigentlich mit den Spreads, also mit der Differenz zwischen Geld und Briefspanne? Vielleicht gerne auch nochmal in die Plattform reingehen, da sieht man es ja live. Genau. Im Verhältnis Das kennen vielleicht viele nicht, die aus dem CFD oder Forex oder auch aus dem Optionsscheinehandel kennen, wo letztendlich der Anbieter, der dahinter steht, den Spread stellt. Also im CFD-Bereich hat man ja in der Regel einen fixen Spread im DAX CFD und der wird natürlich vom Anbieter, vom Liquiditätsprovider, der dahinter steht, gestellt. Und im Börsenhandel ist das natürlich anders. Also da haben weder wir als Broker oder auch die Börse letztendlich einen Einfluss auf den Spread, sondern der Spread ist letztendlich der Unterschied zwischen Angebots- und Nachfragepreis, zwischen Bid und Ask. Und der entsteht ja dadurch, dass alle Marktteilnehmer ihre Limit-Orders ins Orderbuch stellen. Das sieht man ja hier. Also wir sehen ja jetzt hier, Eugen hatte das auch eben angesprochen, man hat hier Level-2-Daten. Das heißt, man hat die volle Orderbucheinsicht. Über die Eurex sieht man ja die 15 besten Geld- und die 15 besten Briefkurse angezeigt. Und der Spread ist nichts anderes als die Differenz zwischen Angebots- und Nachfragepreis. Und hier sieht man, der ist ständig variabel. Wir hatten gerade, jetzt haben wir einen Spread von 1, jetzt von 2. Also das ist auch im Mini-DAX oder im DAX typisch, dass der in der Regel, also der kleinste Spread, der möglich ist, ist natürlich ein Tick. Und das ist sowohl beim großen F-DAX als auch beim Mini-DAX, als auch beim Micro-DAX Future ein Punkt. Kleiner geht es nicht. Das ist der Minimum-Spread und den hat man auch sehr häufig im Mini-DAX oder im F-DAX. Und dann ist er manchmal gerade, jetzt sind wir ja schon nach 17.30 Uhr, die Kassamärkte sind geschlossen. Und dann ist er sehr häufig bei zwei Punkten. Das sehen wir auch, er schwankt zwischen ein und zwei Punkten. Da hat vielleicht Eugen auch noch die ein oder andere Statistik, wie der Spread da im Durchschnitt liegt. Aber letztendlich hat weder wir als Broker noch die Börse hat dann einen Einfluss drauf, sondern alle Marktteilnehmer. Und dazu gehört sowohl der Privatanleger als auch der institutionelle Anleger, als auch der Profi, wer auch immer, die Banken, die Versicherungen, jeder, der an der Börse handelt, die Hedgefonds, die Portfolio-Manager, alle platzieren ihre Limit-Orders im gleichen Orderbuch und jeder beeinflusst damit natürlich auch durch seine eigene Limit-Order, die er platziert, hat er natürlich mit einen Einfluss auch auf den Spread. Also wir haben ungefähr jetzt im Micro-DAX haben wir 6 bis 7 aktive Market-Maker, die wir sowohl in der asiatischen, der europäischen und der US-Handelszeit haben. Wir bieten denen gewisse Anreize, also wir haben sogenannte Liquiditäts-Incentive-Schemes, also um eben dem Markt, wenn er ein Geld- und Briefkurs reinstellt, geht er auch ein Risiko ein. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir gewisse Anreizsysteme, aber wir sind natürlich immer bemüht darum, Liquidität, also sprich viele
Kauf- und Verkaufsorder zum engsten Preis zu erzielen. Also das ist natürlich das Ziel der Börse. Und da sind wir im konstanten Austausch mit den Marktteilnehmern, insbesondere den Market Makern. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Genau, und das vielleicht nur, weil ich denke, wenn hier viele Zuschauer, die kommen vielleicht ja auch eher aus dem außerbörslichen Handel, da ist der Begriff Market Maker, hat da ja einen anderen Hintergrund. Im CFD-Bereich gibt es ja auch die sogenannten Market Maker, das sind dann die Gegenposition einnehmen, Stichwort Interessenskonflikt, da muss man unterscheiden. Also die Market Maker, von denen der Eugen hier spricht, das sind andere Market Maker, das sind letztendlich Market Maker, die rein die Liquidität für die Liquidität sorgen im Orderbuch. Das hat nichts zu tun mit diesen Market Makern, die man vielleicht kennt aus dem außerbörslichen OTC-Geschäft, die da im Hintergrund die Gegenposition im CFD oder im Forex-Handel einnehmen. Ich denke mal, wichtig an der Stelle ist auch nochmal zu sagen, wenn man viel Volatilität im Markt hat, also was weiß ich, Non-Farm Payrolls oder wenn es externe Sachen gibt, jetzt beispielsweise der Brexit oder die Trump-Election, da haben wir uns das angeschaut und da ist der Spread wirklich eng geblieben. Also sprich, man konnte jederzeit kaufen und verkaufen zum engsten Preis. Eben aufgrund, dass wir nicht nur einen Market Maker haben, wir haben 6 bis 7. Bei manchen Produkten haben wir sogar 10. Und das wiederum hilft halt, denke ich mal, die Transparenz zum einen, aber natürlich auch hilft am Ende des Tages, dem Investor den bestmöglichen Preis zu erzielen. Gut, ich fasse das nochmal in einfachen Worten zusammen. Also das Brett ist halt deswegen so fair, auch wenn es jetzt zu Events oder Zahlen geht, weil eben das hier das größte Orderbuch ist, wo sich eben alle Marktteilnehmer treffen. So wie der größte Marktplatz, da wo am meisten Handel stattfindet zwischen Angebot und Nachfrage, da werden die besten Preise erzielt. Wenn wir im außerbörslichen Handel sind, dann ist es eher ein Nischenmarkt, wo die Preise auch freigesetzt werden können. Sehr, sehr interessant. Dann kam hier häufiger auch mal die Frage zu den Handelsvolumina. Da hattest du ja auch eine Folie, Eugen, die hattest du, glaube ich, gar nicht gezeigt. Wie ist denn das jetzt mit dem Gesamtvolumen? Früher gab es ja nur den FDAX. Jetzt gibt es ja auch den Mini und den Mikro. Da sind ja beide Referenten auch sehr gut drauf eingegangen, was ja ab 2500 Euro auch schon handelbar ist. Ist da überhaupt Liquidität im Markt? Ich meine, wir sehen das hier, aber vielleicht kannst du dazu kurz mal was sagen. Genau, also wie gesagt, beim DAX jetzt haben wir ja 3 Produkte mittlerweile, den FDAX. Beim FDAX haben wir ungefähr 120.000 Kontrakte am Tag im Durchschnitt, die gehandelt werden. Dann haben wir ja den Mini-DAX, da sind wir ungefähr bei 65.000 bis 70.000 Kontrakten am Tag. Und jetzt seit letztem Jahr eben der Mikro-DAX, da sind wir mittlerweile bei 25.000 Kontrakten. Also es gibt auch Tage, da haben wir mit im Mikro-DAX bis zu 50.000 Kontrakten. Aber es ist eine stetige Entwicklung nach oben. Und man muss sich das vorstellen. Ich meine, ist nicht so, dass man einfach ein neues Produkt listet und dann ist es vom ersten Tag an liquide. Die Market Maker oder die Marktteilnehmer, die Professionellen, die müssen natürlich auch darauf einstellen. Also sprich, die haben bestimmte quantitative Modelle im Hintergrund laufen und das dauert halt seine 6, 7, 8, 9 Monate, bis ihre Modelle mit Daten gefüttert sind. Wenn sie diese Daten haben, fangen sie aber an, das Handeln an. Und dann natürlich steigt die Liquidität im Buch und natürlich dann auch die Anzahl der ausgeführten Transporte der Kontrakte. Ja. Spannend, das heißt, die kleinen Futures bedingen auch immer mehr an Bedeutung. Also ist auch gut, weil umso mehr Liquidität im Buch ist, umso mehr gehen ja auch die Geldbriefspannen nach unten, umso besser ist es wieder zu handeln. Ist ja auch für den Privatanleger sehr schön. Vielleicht 2 Fragen nochmal für WHS und den Roland. Also eine Frage war jetzt hier mit der Schweiz, ob man da auch ein Konto eröffnen kann. Selbstverständlich. Also wir haben jetzt keine Niederlassung in der Schweiz. Wir haben zwar in Zürich ein Büro in der Schweiz, aber man muss sich als Schweizer dann einfach entscheiden, ob man das Konto in unserer deutschen Niederlassung oder in unserer Luxemburger Niederlassung oder in unserer französischen Niederlassung eröffnet. Das sind die 3 Möglichkeiten, die 3 Länder, in der wir Konten eröffnen. Aber das ist selbstverständlich auch wir haben viele Kunden aus der Schweiz, aus Österreich, aus ganz Mitteleuropa. Also es ist überhaupt kein Problem. Perfekt. Und jetzt zeigst du ja die ganze Zeit schon den Nano-Trader und hast ja auch gesagt, dass ihr morgen Vormittag hier nochmal den 5-Wochen-Zugang kostenlos zukommen lasst. Und wie läuft denn das genau? Sieht man die Daten? Kann man dann auch handeln? Kann man da was kaputt machen? Also wer jetzt zum Beispiel noch nie im Future-Handel war, das waren ja knapp 80%, könnte man da einfach mal ausprobieren? Oder kannst du mal so ein bisschen zeigen, wo man mal klicken kann? Das wird sich ja durch die Webinare dann auch noch durchziehen. Das ist einfach, damit die Teilnehmer ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und es gibt auch noch ein Video dazu vom Stefan. Wer da Lust hat, der kann sich das definitiv anschauen, dass man auch mal ein bisschen hands-on nicht nur die Theorie macht, sondern auch die Praxis. Vielleicht kannst du ein bisschen was zeigen.
Ja, ganz genau. Also jeder kann sich morgen dann gerne die Demo herunterladen und 5 Wochen testen nach dem Login. Am einfachsten ist es immer, man geht über dieses Chart öffnen Symbol und für das Futures-Konto hat man dann diesen Reiter CQG zur Verfügung. Da sieht man die verschiedenen Börsen, die wir anbieten, insbesondere dann die Eurex. Das kann man sehr einfach aufklappen und da kann man dann direkt hier zum Beispiel den FDAX öffnen. Da sind wir aktuell im März-Kontrakt. Also der März-Kontrakt hat das meiste Volumen oder man gibt es einfach ein. Also man kann es oben einfach eingeben, zum Beispiel den FDAX, oder man geht über dieses Dropdown-Menü und kann sich dann einfach mal eine beliebige Analyse öffnen. Im Standard stehen da dieser Plain 10-Minuten-Chart, dieser Plain One Day oder diese Trade Guard-Analyse zur Verfügung. Da ist es egal, welche man öffnet. Man öffnet einfach mal den Chart und anschließend kann man alle Einstellungen vornehmen. Das heißt, man kann hier oben die Zeiteinheit ändern. Nach Belieben, hier gibt es vordefinierte Zeiteinheiten, aber man kann das Ganze natürlich auch selbst nach Belieben hier konfigurieren. Neben Minutencharts stehen natürlich auch alle anderen Chartmöglichkeiten zur Verfügung. Also man kann auch mit Range-Charts arbeiten, mit Renko-Charts, mit Tick-Charts. Und gerade Tick-Charts ist ja auch ein Thema, das gibt es nur im Futures-Handel, weil im oder auch Volumencharts, weil im außerbörslichen Bereich mit CFD und Forex werden keine Volumeninformationen übermittelt. Das heißt, diese Art von Charts, die kann man auch nur im Futures-Bereich verwenden und die sind manchmal auch sehr interessant und hilfreich. Das heißt, jeden beliebigen Charttyp kann man hier anwenden. Man kann sich dann natürlich auch beliebige Indikatoren hinzufügen. Hier oben, das ist dieser dritte Button von links. Indikatoren und da kann man sich dann einfach mit gleitenden Durchschnitten oder Bollinger Bänder, also das, was man einfach als Hilfsmittel verwenden möchte, nehmen wir einfach mal einen gleitenden Durchschnitt der Spanne 20, das ist so ein typischer Moving Average, das kann man dann auch nach Belieben verändern, das heißt, egal ob es um Linienstärke, um Farbe geht, da ist der NanoTrader extrem flexibel, das kann man alles seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Und wenn es dann um den Handel an sich geht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Direkt rechts neben dem Chart gibt es dieses sogenannte Order Pad. Es gibt dann auch immer die Kontoleiste, also um Demokonto kann man da auch nichts kaputt machen. Und da hat man auch genügend Kapital zur Verfügung, um das Ganze mal entsprechend hier auszuprobieren. Das heißt, man kann einfach dieses CQG-Demokonto oder dieses Paper-Konto zuordnen. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann kann man letztendlich direkt aus dem Chart heraus handeln. Hier oben links und rechts gibt es den Buy- oder Sell-Button. Den findet man auch nochmal rechts hier im Order-Pad. Man kann auch direkt aus dem Orderbuch heraus handeln. Das heißt, sagen wir einfach, wir möchten hier entsprechend kaufen, dann öffnet sich das Order-Ticket, ich ziehe es mal hier auf diesen Screen und dann kann man entscheiden, ob man mit einer Marktorder oder mit einer Limit-Order oder mit einer Stop-Order einsteigen möchte. Man kann hier auch, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wenn der DAX hier fällt, wohin auch immer, sagen wir, auf 15.200 Punkte möchte ich kaufen, das wäre dann ein Kauf-Limit und dann gibt man das Ganze ein, die Order-Gültigkeit und letztendlich mit Buy bestätigen und die Order ist im Markt. Oder man kann, wenn man wünscht, auch direkt die Orders zur Absicherung aufgeben. Das heißt, man kann sein Gewinnziel und seinen Verlustbegrenzungsstopp direkt mit platzieren. Das geht auch sehr bequem darüber, dass man einfach diese Linien im Chart hier hoch oder runter zieht. Das Ganze bestätigt und schon ist die Order letztendlich im Markt. Ich würde vorschlagen, jeder probiert das mal aus und im nächsten Webinar gehen wir dann noch näher darauf ein, was man genau machen kann. Aber im Grunde sind es ein paar wenige Klicks, mit denen man hier einen Chart öffnet und dann direkt hier auch im Demokonto handeln kann. Genau, und wir werden das jetzt wie einen roten Faden auch durch die Webinarreihe durchziehen. Es kamen halt viele Kommentare. Vielen Dank dafür. Und da werden wir das dann an Investmentideen nochmal zeigen, an Tradingideen, wie jetzt heute dem Turnaround Tuesday, der auch gerade long ist. Und da werden wir eben ganz konkrete Beispiele machen. Und das Beste ist eben, wenn sich jeder auch dieses kostenlose Demokonto einfach mal runterlädt, für 5 Wochen das kostenlos testet und dann eben das mit nachvollzieht, weil das zu zeigen ist das eine, das auszuprobieren, ist natürlich das andere und da wird es auch Fragen geben und deswegen gibt es ja auch da nochmal das zusätzliche Video, was der Stefan da extra für uns auch produziert hat. Vielen Dank dafür und natürlich auch einen persönlichen Ansprechpartner, wenn es da konkrete Fragen gibt. Dann habe ich es richtig verstanden, Roland, da kann man euch bei WH Self Invest auch entsprechend nochmal ja, für die Umsetzung erreichen. Ich werde auch schon gerne die Folie ein, also jeder kann sich melden bei uns, gerne kann er sich direkt an mich wenden oder an Stefan oder an einen unserer Kollegen. Also wir sind immer auch von 8 bis 22 Uhr börsentäglich erreichbar, sowohl per Telefon als auch per E-Mail und Chat. Man kann auch gerne einfach kurz in den Chat auf unserer Webseite kommen und dann helfen wir gerne weiter. Morgen in der E-Mail, die kommt, da wird es auch einen Rückrufservice geben. Ich sehe auch, hier gibt es auch schon die eine oder andere Spezialfrage, geht das Ganze auch, wie funktioniert das, wenn ich einen Mac habe oder ähnliches. Da gibt es immer auch individuelle Lösungen, das können wir gerne dann auch
individuell per Telefon besprechen. Also melden Sie sich einfach, nutzen Sie den Rückrufservice. Hier, wenn es um das Thema Futures gehen, das habe ich eben noch nicht angesprochen, aber wir sind wirklich einer der renommiertesten Futures Broker. Mittlerweile haben wir zum siebten Mal in Folge, also im letzten Jahr, die Brokerwahl gewonnen. Das ist wirklich ein rein kundenbasierter Wahl und da freuen wir immer, dass wir auch solche Auszeichnungen erhalten. Also 7 Jahre in Folge Futures Broker des Jahres, das macht uns auch immer dann entsprechend hier stolz. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zusammenarbeiten, also wirklich was Service angeht, da seid ihr Spitzenklasse, da gibt es keinen in Deutschland, der euch das Wasser reichen kann. Also da auch nochmal großes Dankeschön, dass ihr euch A, die Zeit nehmt und B, da auch über Jahre hinweg solchen tollen Service gebt. Gerade für Leute, die mit dem Thema halt noch nicht in Berührung waren, finde ich das klasse. Und um das nochmal klar zu sagen, weil die Frage auch oft kam, für 2.500 € Margenleistung, also nicht Ausgaben, sondern einfach Depotgröße, am professionellen Future-Handel teilzunehmen, das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Da musste man ja quasi mit Zertifikaten und CFD handeln, aber jetzt durch diese Möglichkeiten von WH Self Invest und auch der Eurex mit dem Mini und Mikro, der ja immer bedeutender wird, kann man ja wirklich schon sehr einfach am Big Game sozusagen teilnehmen und Strategien, wenn wir uns ja auch noch angucken, wie man da entsprechend auch Geld verdienen kann. Eine Frage, die jetzt auch häufig kam, war zum Thema Nachschusspflicht. Bei CFDs hast du ja schon gesagt, da hat ja die ESMA sehr viel reguliert, die Nachschusspflicht für Private wurde ja ausgenommen. Wie sieht das bei Futures aus? Wie ist das gehandelt? Wie kann man sich da absichern? Wenn ich jetzt hier die Marge dann von 1.200 € sehe, dann müsste ja der DAX, wenn ich richtig verstanden habe, der Mikro-DAX um 1.200 Punkte fallen über Nacht, damit die Margen da komplett ausgelastet ist. Könnt ihr da vielleicht nochmal ganz rudimentär und einfach drauf eingehen, dass es jeder im Chat auch versteht und ich auch? Ja. Ja, also man muss zu einem natürlich sagen, im Futures-Bereich gibt es die Nachschusspflicht. Im CFD, im außerbörslichen Handel, im CFD-Bereich gibt es sie ja nicht mehr für Privatanleger, seit dieser ESMO-Regulierung vor 3,5, 4 Jahren. Im Futures-Bereich gibt es sie noch, die Nachschusspflicht, das muss man auch klar so sagen. Aber zum einen hat man natürlich die Risikoanforderungen der Börse, wie du schon sagst. Der DAX müsste wirklich mit einer enormen Kurslücke eröffnen. Das kann theoretisch natürlich, man kann hier etwas ausschließen, dass es übers Wochenende mal zu irgendeinem Event kommt, was auch immer, dass der DAX dann an einem Montag, also an einem Sonntagnacht, Montagmorgen dann mittlerweile um 1.15 Uhr mit einer riesen Kurslücke eröffnet. Ansonsten haben wir natürlich auch als Broker eine Vielzahl von Risikosystemen, die dahinter stehen. Das heißt, wir tun natürlich alles dafür, dass es niemals dazu kommt, dass ein Konto in den Bereich von einem negativen Kontostand geht. Es ist dann zunächst so, sollte das Konto unterhalb 100% der geforderten Margin-Anforderungen kommen, intraday, dann bekommt man von uns zunächst erstmal eine E-Mail geschickt. Da steht dann sowas wie gefährliche Margin-Zone, Dangerous Zone, also ihr Konto befindet sich in einer gefährlichen Margin-Zone. Und dann bitten wir einfach den Kunden, selbst die Positionsgröße entsprechend anzupassen. Ansonsten oder Geld nachzuschießen. Und wenn der Kunde dem nicht nachkommt, dann liquidieren wir natürlich auch die Positionen, sodass wir alles dafür tun, dass ein Konto nicht in einen negativen Kontostand kommt. Ansonsten ist es so eine... Das natürlich, vielleicht kann der Eugen dann noch was dazu zu sagen, welche Risikosysteme auch von Börsenseite noch dahinter stehen. Aber ich denke, wir kommen auch vielleicht im nächsten Webinar noch mehr auch auf diese ganzen Safeguards zu sprechen. Aber vielleicht kann Eugen auch schon das ein oder andere Wort dazu sagen. Genau, also die Margin, wie gesagt, diese Overnight Margin, wie ihr sie nennt, oder die Initial Margin, die ist ja berechnet basierend auf historischen Zahlenreihen. Die wird ja, wie du schon gesagt hast, Roland, auf täglicher Basis adjustiert. Also was machen wir? Wir gucken uns, wie ist die Schwankungsbreite von einem Index in den letzten 90 Tagen, 180 Tagen, 365 Tagen. Und basierend auf dem kann man da ja dann einen Rückschluss ziehen. Und das ist ja im Endeffekt dann auch das, was man dann später in der Volatilität misst. Also sprich, die Schwankungsbreite kennen wir ja aus der Mathematik, die Gaußsche Verteilungsglocke. Man hat einen Mittelwert und dann innerhalb des Mittelwerts gibt es dann eben die Intervalle mit einer 95-prozentigen Abweichung, dass man dann innerhalb dieser Parameter eben bleibt. Und genauso funktioniert die Margin auch. Man guckt, wie war die historische Entwicklung, rechnet dann im Endeffekt einen entsprechenden Wert aus und mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% oder höher bleiben wir innerhalb von 24 Stunden in dem Fenster.
Und das ist auch ein Vorteil, wenn man über uns handelt, nur weil es ist, andere Broker machen das anders. Also es gibt andere Broker, die sagen einfach, für den Mini-DAX nehme ich immer eine fixe Margin von 1.000 Euro oder was auch immer. Und die passen das eher eben nicht diesen Volatilitätskriterien an. Und wir haben uns dazu entschlossen, wir nehmen halt Intraday immer diese 20% der Overnight oder Initial Margin der Börse. Und damit passen wir diese Intraday-Margin ja quasi auch laufend der Volatilität an, weil wenn die Volatilität zunimmt, die Eurex erhöht die Initial-Margin, die Overnight-Margin, ist es sehr gleichbedeutend, dass wir auch die gleichzeitig die Intraday-Margin anheben, um den entsprechenden Prozentsatz. Und das ist dann natürlich auch ein Vorteil für den Kunden, als wenn man immer eine fixe Margin hat von 500 oder 1.000 Euro oder was auch immer. Und wenn dann die Volatilität enorm zunimmt, ist das Risiko natürlich dann entsprechend viel größer. Und so gehen wir natürlich dann auch immer parallel mit der Intraday hoch oder runter, sobald die Börse das anhand der ganzen Risikoparameter dann auch macht. Genau, macht Sinn. Gaußsche Normalverteilung ist morgen Teil der Ausbildung, da könnt ihr euch schon drauf freuen mit 1, 2 Sigma. Grundidee ist eben, dass die Börse und der Broker das Maximale tut, dass es keine Nachschusspflicht gibt, um einfach hier eine Sicherung darzustellen. Und wenn die Volatilität am Markt steigt, das war auch eine Frage, warum die Marge für Short-Kontrakte größer ist als für Long-Kontrakte, geht halt schneller runter als hoch, dann möchte man eben hier maximalen Schutz schaffen, dass eben möglichst kein Margin-Call zustande kommt. Und deswegen ist der Future-Handel da aus meiner Sicht auch relativ sicher, obwohl theoretisch dieser Margin-Call kommen kann. Aber wer dann eben weiß, was er da macht, und ich meine, wie oft sieht man einen Overnight-Gap in der ruhigen Marktphase von 1.200 Punkten im DAX, gibt es, aber wie gesagt, sehr, sehr selten. Und man sollte seine Marge ja auch nie zu 100% auslasten. Eine Frage, die ich auch spannend finde, die jetzt mehrfach auch kam, ist zum Thema Overnight-Gebühren. Bei CFDs und Zertifikaten ist es ja so, dass der Emittent immer mal ein paar Punkte rausnimmt. Das sind ja OTC-Geschäfte, also Over-the-Counter, eben nicht über die Börse, nicht über das Clearing, so wie der Eugen das ja sehr gut besprochen hat. Welche Kosten fallen denn jetzt an, wenn ich den Future über ein paar Tage oder Wochen sogar halte? Ja, das ist das Schöne, es fallen keine Kosten an. Im CFD-Bereich kennt man das ja, da nimmt der ein oder andere Anbieter dann 3,5% plus Benchmark, also LIBOR oder was auch immer. Im Futures-Bereich gibt es sowas nicht. Es gibt keinerlei Finanzierungskosten, keinerlei Overnight-Haltegebühren, sondern man hat wirklich nur rein die Ordergebühren für den Einstieg, also für den Kauf des Futures und dann wieder für den Verkauf des Futures. Und dazwischen gibt es keinerlei Haltekosten, Finanzierungsgebühren oder Ähnliches. Es gibt auch Broker im Futures-Handel, die nehmen letztendlich dann, wenn man den Future über Nacht hält, noch irgendwelche, also für den Margin-Excess, nehmen die dann eine Finanzierung, wenn es quasi über das Kontoguthaben geht, letztendlich. Aber sowas machen wir nicht. Also wir haben nie wenn Sie bei uns Futures handeln, dann gibt es nie irgendwelche Haltekosten, Finanzierungsgebühren oder Ähnliches, sondern wirklich die reinen Gebühren beim Einstieg und beim Ausstieg. Genau, faire Sache auf jeden Fall und auch ein deutlicher Unterschied zu Zertifikaten und CFDs. Es sind jetzt noch sehr viele kleinteilige Fragen im Chat. Ich probiere noch mal ein bisschen zu sammeln und zu aggregieren. Eine Frage fand ich persönlich ganz spannend, deswegen stelle ich sie gerade. Gibt es von der Eurex auch Wetterderivate? Ja, wir hatten in der Tat, hatten wir mal einen Sturmfuture. Und zwar, was ist ein Sturmfuture? Das ist ein Kontrakt, der wurde lanciert auf die Hurricane-Saison in Amerika. Also sprich, man konnte quasi auf die Wahrscheinlichkeit und auf die Schadenshöhe von eintretenden Hurricanes in den Vereinigten Staaten einen Future-Kontrakt abschließen. Das Produkt war aber sehr illiquide und wir haben es dann wieder vom Markt genommen. Aber natürlich, ich meine, wenn die Wetterphänomene und Kapriolen zunehmen, ist es natürlich insbesondere für Versicherungen und Rückversicherer ein Instrument, um sich abzusichern. Ne? War nur ein laues Lüftchen in diesem Future. Konnte ich mir nicht verkneifen. Hier gibt es noch eine Frage zu den Negativzinsen. Wie ist das, wenn ich jetzt ein Margenkonto bei euch habe und das Geld quasi nicht genutzt wird bei WHS, gibt es dann Negativzinsen? Ja, also wir geben die mittlerweile weiter. Wir haben die auch einige Jahre getragen. Aber wenn man das Konto bei uns wenn man ein Euro oder ein Schweizer Frankenkonto hat als Basiswährung, dann fallen aktuell ja noch leider die Negativzinsen an. Wer ein US-Dollar-basiertes Konto hat, im US-Dollar-Bereich sind wir ja nicht mehr negativ, sondern sind ja schon um die 0 beziehungsweise zwischen 0 und 0,25 als Benchmark. Das heißt, wer ein US-Dollar-basiertes Konto hat, da gibt es keinerlei Negativzinsen. Ansonsten
ansonsten ist es das, weil JP Morgan parkt das Geld letztendlich dann auch bei der EZB. Das heißt, diese negativen Zinsen, die wir da aktuell im Euroraum immer noch haben, muss man sagen, da ist natürlich auch zu hoffen, dass das irgendwann ein Ende hat und die EZB dann auch irgendwann nachzieht, sollte die Fed da vielleicht bald starten mit der Zinsanhebung. Und aber mittlerweile, also aktuell ist es noch so, auf Euro- und Schweizer Frankenkontoguthaben geben wir die negativen Zinsen entsprechend weiter. Die werden jeden Tag anteilsmäßig berechnet und dann immer einmal monatlich, das ist immer am ersten Werktag des Monats, werden die dem Tradingkonto dann entsprechend belastet. Und da werden wir auch im Investment dann noch Strategien kennenlernen, um eben dann zum Beispiel auch Cash-Bestände durch Future-Bestände zum Beispiel auch entsprechend zu reduzieren. Das sind ja die Strategien, die wir beim nächsten Mal besprechen, wo wir auch ganz konkrete Beispiele und Fallbeispiele machen. Ich habe auch die Frage schon nach dem ETF-Hamster 2.0 gesehen. Das werden wir dann auch mal handeln, was auch gut dazu passt. Es gibt ja den MDAX-Future, über den sprechen wir auch beim nächsten Mal noch. Ist es von der Eurex auch geplant, einen Future auf den SDAX zu machen? Oder wenn der MDAX eh schon nicht so liquide ist, lohnt sich das vielleicht gar nicht, im SDAX vielleicht irgendwann auch mal einen Future zu haben? Ja, ich meine, die Musik spielt im DAX, ne? Also ich meine, wir haben den MDAX, wir haben jetzt auch einen Mini-MDAX eingeführt, aber die Resonanz ist relativ gering. Ist natürlich dann auch schwierig, dann Market Maker dazu zu bemühen, zu quotieren. Aber natürlich, ich meine, wir beobachten den Markt und folgen natürlich der Nachfrage vom Markt, ne? Also ausschließen möchte ich es nicht, aber im Moment gibt es noch keinen. Und wir werden da, wie gesagt, auch ein Beispiel dann machen mit dem MDAX mal. Das ist ja auch mal interessant dann für die Leute aus der Ausbildung, die dann eben marktneutrale Strategien noch handeln. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht für die letzten 5 Minuten nochmal so eine richtige Fragerunde machen. Also wer seine Frage jetzt noch nicht beantwortet gehabt hat und der Stefan hat sich die Finger wund geschrieben. Und wer gerade Individualfragen hat, kann ja auch diesen Rückrufservice nutzen. Also da nochmal ein großes Dankeschön auch an WH Self Invest für diese Möglichkeit. Wir haben ja auch noch 3 Webinare, die sind explizit dann auch dafür gemacht, um Fragen zu stellen. Aber wem jetzt wirklich noch was unter den Fingern brennt, was jetzt vielleicht auch in diese Grundlagen-Thematik mit reinpasst und wir werden das, wie gesagt, auch probieren, weiter einfach zu gestalten und dann mit Beispielen nochmal ein bisschen klarer werden, der kann gerne jetzt nochmal auch seine Frage stellen. Hier kam zum Beispiel nochmal eine Frage nach zusätzlichen Fees, wenn ich da handel, also gibt es irgendwelche Zusatzkosten, über die jetzt noch nicht gesprochen wurde, irgendwelche versteckten Kosten oder ist es wirklich so, wie du es gerade auch gezeigt hast, Roland? Also wir können auf die Kosten gerne nochmal eingehen auf der Webseite. Wir haben das noch nicht so detailliert. Man sieht also, die Ordergebühren im Futures-Bereich bestehen aus 3 Komponenten. Das ist einmal den Anteil, den die Börse bekommt. Das ist in dieser Tabelle hier aufgelistet. Also diese Gebühr geht rein an die Eurex, an die Börse. Dann ist es so, wir als Broker bekommen natürlich auch unseren Anteil. Das hängt dann davon ab, für welches Paket man sich entscheidet. Ich zeige das hier mal. Geht das dann los bei 1,90 beziehungsweise 2,20. Das ist quasi unser Anteil. Und dazu bekommt der Order Route, das CQG, den habe ich eben auch angesprochen, der bekommt auch seinen Anteil. Das sind 50 Cent pro Kontrakt. Das heißt, diese 3 Komponenten hätte man immer. Also wenn wir jetzt hier mal beim Mini-DAX zum Beispiel bleiben, das wären 1,90 für uns in diesem Beispiel, 50 Cent für den Order Route, das CQG. Dann sind wir bei 40 und dann nehmen wir mal die Börsengebühr dazu, dann sind wir bei 2,64 beim Handel eines Mini-DAX-Futures. Also das werden immer, man hat immer diese 3 Komponenten und dann ist es so, das hier sind unsere Standardgebühren, die wir hier ausgewiesen haben bei diesen Paketen und wer viel handelt, der kann auch immer auf uns zukommen und bekommt dann ein individuelles Angebot. Also wir haben durchaus viele Field-Trader, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, das geht bei ca. 500 Kontrakten im Monat los. Ab dieser Größenordnung bieten wir dann auch individuelle Tarife an und dann zahlt man halt weniger als diese 1,90 oder 2,20. Genauso ist es bei dieser 50 Cent Order Routing Gebühr. Da ist es so, da lohnt sich das etwas erst ab einer etwas größeren Größe. Also wenn man circa dann 800 Kontrakte im Monat handelt oder mehr, dann gibt es halt eine Flat Fee von CQG. Damit zahlt man einmalig diese 395 Euro und dann fallen diese 50 Cent pro Lot entsprechend weg. Aber das lohnt sich dann wirklich nur für viel Trader, die relativ viel handeln, aber die haben wir durchaus, gerade jetzt zu volatilen Zeiten, da sieht man schon Kunden, die da schon täglich manchmal 50 oder 100 Kontrakte oder auch mehr handeln. Dann gibt es eben diese Pakete.
Ja, noch ganz kurz zu den Kosten, weil dann haben wir es auch transparent abgeschlossen. Man muss sich halt, wenn man über den Nanotrader handelt, für eins dieser Pakete entscheiden. Und das ist immer eine Kombination aus Trading-Plattform, aus Realtime-Daten. Hier sieht man auch die Eurex, die sind in einigen Paketen enthalten, und aus Chart-Historie. Entweder man nimmt eines dieser vorkonfigurierten Pakete oder man nimmt eines dieser klassischen Kombinationen. Da steht bei Realtime-Daten immer Ihre Wahl. Das heißt, da kommen dann noch individuell die Marktdatengebühren Börsen hinzu und die können wir auch mal hier noch zeigen, weil das ist letztendlich so, man kann an keiner Börse mehr kostenlos handeln. Das war vor 10 Jahren war es noch so, da gab es keine Marktdatengebühren, aber eine Börse nach der anderen hat auch diese Marktdatengebühren eingeführt und wir liefern jetzt auch nur Level 2 Daten von allen Börsen, die wir anbieten und wenn jemand die Eurex über uns abonniert, das wären dann diese 20 € im Monat in dieser klassischen Kombination, die er dann letztendlich an Marktdatengebühren bezahlt und die wir entsprechend dann auch weiterleiten. Stellen den Link gerne auch nochmal in den Chat. Das wurde jetzt zweimal auch erbeten. Und zwei Fragen können wir vielleicht abschließend noch beantworten. Und dann haben wir noch drei weitere Webinare, wo wir auch auf die Fragen eingehen können. Das eine war, ob es von der Eurex auch angedacht ist, Rohstofffutures vielleicht irgendwann auch mal einzuführen. Also wir haben ja die EEX in Leipzig. Das ist eine Börse, eine Derivatebörse für Stromderivate. Also sprich, dort kann man Power, also sprich Elektrizität, Gas und dergleichen handeln. Also die haben auch stark zuwachsende Handelsvolumina. Da gibt es meines Erachtens auch Milchderivate, also Dairy Futures. Den klassischen Rohstoff, wie wir es jetzt hier in Nordamerika kennen, das Wheat oder den Cattle oder den Orange Juice, den haben wir nicht. Dafür ist einfach der deutsche europäische Markt noch nicht geeignet dafür. Okay, spannender Hinweis mit der EEX habe ich gerade auch nochmal geteilt, weil auch die Frage nach Stromderivaten kam. Das ist ja auch bekannt, sage ich mal. Dann vielleicht die letzte Frage noch, um das Webinar heute auch dann abzuschließen. Wir haben jetzt ja sehr viel über Futures gesprochen, sowohl die Frage an die Eurex wie auch an WHS. Geht es auch alles mit Optionen? Das ist jetzt, wie gesagt, eher was für die Zukunft dann, für die nächsten drei Webinare, aber weil es jetzt sehr häufig kam, würde ich die Frage vielleicht ganz kurz noch mit aufgreifen und dann euch weitergeben. Ja, also über das Futures-Konto, also ganz kurz von meiner Seite, über unser Futures-Konto kann man nicht nur die Futures selbst handeln, sondern auch die Optionen auf Futures, also zum Beispiel ODAX oder ähnliches. Also das ist ja die typische Futures-Option, die vielleicht der ein oder andere kennt. Die kann man auch über das Futures-Konto hier entsprechend handeln. Und vielleicht kann Eugen noch sagen, welche anderen Optionen da an der Eurex noch sehr viel gehandelt werden, jetzt neben dem ODAX. Hatte ich am Anfang ja bereits gesagt. Also wir haben ein breites Spektrum an Aktienoptionen, an Aktienindexoptionen, an möglichen Underlyings. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, 1500 Basiswerte für Aktienoptionen. Also da haben wir wirklich ein breites Spektrum. Allianz, Deutsche Bank, aber auch britische Aktienoptionen, französische, italienische und seit neuestem auch US-amerikanische Aktienoptionen, also Tesla, Facebook und so weiter, ist alles handelbar, ja. Genau, und wir haben uns in dieser Serie einfach dafür entschlossen, dass wir nur in Anführungszeichen den Future besprechen. Und ich denke, das ist auch für die meisten schon eine wirkliche Neuerung. Der Future ist ein unglaublich gutes und einfaches Instrument. Ich werde das nochmal kurz zusammenfassen, was ich heute konkret mitgenommen habe. Also erstmal vielen Dank an unsere Experten hier, den Eugen Mohr, live aus Chicago und auch den Roland. Wo sitzt du eigentlich? Bist du in Liechtenstein oder wo hockst du? Nein, nein, in Deutschland. Nein, nein, also ansonsten, wir haben unseren Hauptsitz in Luxemburg, da arbeite ich auch, aber ich bin typischer Grenzgänger. Das heißt, ich arbeite hier in Grenznähe zu Luxemburg. Bitburg sagt dem einen oder anderen vielleicht was oder Trier, in dieser Region wohne ich und bin ich auch aktuell, ja. Und Stefan ist uns wahrscheinlich aus Berlin heute zugeschaltet gewesen. Ja, natürlich, wie immer aus der Hauptstadt. Dass ihr die Finger wundgeschrieben, habe ich gesehen. Viele Fragen Ich habe wurden. jetzt aufgegeben, sozusagen. Es ist immer noch irre viel drin, aber ich habe mich bemüht, so gut wie alles irgendwie abzuarbeiten. Aber es war echt spannend, also was da auch für Fragen kamen, wirklich Kompliment, ja. Also sehr, sehr gute Fragen dabei gewesen. Ist eine bunte Ja, Mischung und da auch nochmal das große Dankeschön an euch mit dem Rückrufservice, mit der Demo für 5 Wochen.
Kam auch eine Frage, die vielleicht noch ganz kurz in die Runde reinpasst, an euch von WH Self Invest. Was passiert denn mit der Demo nach 5 Wochen? Löscht die sich automatisch? Greift die dann automatisch auf die Kreditkarteninformationen zu? Was passiert ja, da? Das wäre ja cool. Nein, also die löscht sich oder die, man kann sich dann einfach nicht mehr einwählen nach 5 Wochen. Ne? Also es ist so ein bisschen wie Mission Impossible, ne? Vernichtet sich selbst und das war's dann auch. Kannst du aber gerne auch nochmal neue Demo-Daten anfragen. Also wer immer noch nicht genug hat, geht einfach auf unsere Webseite und fragt sich neue Demo-Daten an. Die Plattform muss man dann auch nicht neu installieren, sondern loggt sich einfach mit den neuen Demo-Daten ein und kann dann entsprechend auch gerne noch weiter testen. Oder fängt einfach mal an, live zu handeln. Darum ging es mir ja. Deswegen habe ich da ja auch so prominent eingeladen. Ich denke, was ich heute mitgenommen habe, ist A, dass die Futures ein unglaublich professionelles Produkt sind, dass 1/5 der Teilnehmer da noch keine Erfahrung gemacht haben. Und da hat sich einfach was in den letzten 2-3 Jahren massiv geändert. Die Eurex ist eine sehr, sehr professionelle Börse, die ja wirklich den Handel ermöglicht mit unglaublich günstigen Konditionen, sehr transparent. Das ist eben auch von den Risiken her ganz was anderes als im CFD oder im Zertifikatehandel, wo das Emittentenrisiko ist, wo das Ausfallrisiko in einer gewissen Art und Weise ist, wo diese Transparenz auch nicht vorhanden ist. Und wer professionell handeln will, der sollte eben sich den Future zumindest mal angeguckt haben. Gerade mit Beträgen, die dann über 2.500 Euro sind im Trading, da lohnt es sich. Auch fürs Investment geht es. Wir haben viel gelernt über das Clearing. Wir haben einige Grundlagen gelernt zu Eurex. Wir haben eben auch ein bisschen was in der Abgrenzung zu CFDs und Zertifikaten gesehen. Wir haben uns den Nanotrader ein bisschen angeguckt als professionelle Handelsplattform. Haben auch mal so live einen Einblick bekommen. Es ist schön, dass wir da die Demo dann auch nutzen können. Ich werde ja auch fürs nächste Mal vorbereiten. Und wie geht es jetzt weiter? Also wenn du Lust hast, jetzt mehr zum Thema Futures zu lernen, auch deine Fragen noch zu stellen, die wir auch beim nächsten, übernächsten und beim dritten Termin dann, also 4. insgesamt, auch im Februar noch beantworten werden, dann komm gerne am nächsten Montag wieder um 19 Uhr hier in das Webinar. Wir werden uns dann auch über Investmentstrategien unterhalten. Wir werden konkrete Fallbeispiele machen. Wir werden über das Thema Absicherung sprechen. Kann ja auch sinnvoll sein, wenn du vielleicht ein Aktiendepot hast von 50.000 Euro und jetzt sagst, im Sommer werden die Aktien vielleicht volatiler und dich dann mit dem Future einfach nur abzusichern, wenn du eben nicht nur das Thema Trading-Gewinne hast, sondern auch Hedging, auch darüber werden wir sprechen. Es kamen einige steuerliche Fragen, das Thema habe ich heute nicht aufgemacht, das werden wir aber durch die Webinarreihe auch durchziehen und da habt ihr in Luxemburg ja auch einige Vorteile. Ich will mich an der Stelle einfach nur bedanken an alle, die live dabei waren, jetzt 90 Minuten. Ich will mich auch bei den Partnern nochmal bedanken, bei der Eurex und natürlich bei WH Self Invest. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir nicht nur einen Termin hatten, sondern auch 4 Termine haben, 3 noch folgen. Ich denke, das ist eben für dieses Produkt auch nötig. Es ist ein bisschen Arbeit, sich da reinzudenken, das verstehe ich. Und wenn der Roland auf der Plattform von links nach rechts klickt, dann hat er das natürlich schon 1000 Mal gemacht. Das geht sehr schnell und einfach. Aber dafür ist die Demo dann auch da. Probiert es einfach aus. Und ich glaube, wenn du dann konkret reinkommst, dann ist es eben gar nicht so schwer, auch mal ein Future zu handeln. Wenn man einmal damit angefangen hat, dann glaube ich auch, sieht man den Vorteil gegenüber CFDs und Zertifikaten sehr, sehr gut. Dann gebe ich das letzte Wort in die Runde, wenn ihr noch was sagen wollt. Ich freue mich schon auf nächsten Montag 19 Uhr und an alle, die morgen in der Ausbildung sind. 19 Uhr ist ja morgen schon ein Ausbildungswebinar. Da gehen wir auch auf diese Normalverteilung kurz ein, reden auch nochmal über Mü und Sigma, werden dann auch weitere Handelsstrategien kennenlernen. Und wenn ihr auch in der Ausbildung noch Fragen habt, wir werden auch alles zur Verfügung stellen von den Aufzeichnungen, aber auch für alle anderen Teilnehmer. Und ein Hinweis, der auch noch wichtig ist, auf der rechten Seite im GoToWebinar-Fenster seht ihr unter Unterlagen einen Punkt, wo eine Doppelpunkt 2 steht. Da könnt ihr euch die beiden Unterlagen von heute auch runterladen. Diese umfangreichen Präsentationen wurden auch entsprechend bereitgestellt. Also wer Lust hat, kann sich das runterladen. Ich sage schon mal Dankeschön, freue mich jetzt auf die Schlussworte von euch. Und wer mag, nächsten Montag um 19 Uhr geht das Format hier weiter. Ja, unbedingt morgen in die Inbox gucken. Morgen gibt es eine E-Mail, wie gesagt, mit der Demo und dann auch dem kleinen Video. Das ist so 13, wirklich kurze 13 Minuten lang. Also ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten. Aber es führt dich einfach auch nochmal so ein bisschen in den Nanotrader ein. Und ich glaube, mit dieser Hilfe kannst du dann richtig mal da losstarten und die 5 Wochen auch voll auskosten. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, da schließe ich mich den Worten von Stefan an. Einfach ausprobieren, wenn es Fragen gibt, jederzeit bei uns melden, einfach auch den Rückrufservice nutzen. Ansonsten sehen wir uns dann nächsten Montag wieder und gehen da auf alle anderen Fragen noch weiter ein. Ich bedanke mich auch für das rege Interesse, hat sehr viel Spaß gemacht. Also die ganzen Fragen, die gehen hier immer noch durch. Auch vielen Dank für das freundliche Feedback. Das macht sehr viel Spaß hier mit André, mit dir, mit der Eurex. Und da freue ich mich auch schon auf die nächsten 3 Termine.